Wir gehen rein, meine Damen und Herren, in das neue Jules-Video. Der Bre hatte ja auch 48 Stunden Reaction-Sperre, damit die Klicks bei ihm reinknallen. Absolut berechtigt. Deshalb auch stream ich erst heute. Kappa. Digga, Re-Rap. Ich dachte mir so, okay, wenn ich jetzt gestern und vorgestern gestreamt hätte, da hätten immer die NPCs in den Chat geschrieben: Bruder, neues Jules-Video. Reagier drauf. Puff, peng. 1 Stunde 24. Ja, Heider Bimbambummel. Das ist ja wirklich gefühlt, ja. Länger als die letzten 3 Videos zusammen, ne? Ist auch so. Warte mal, 40 Minuten? Ja, fast. Crazy, auch seine Klicks, ne? 1,1 Millionen Klicks nach 2 Tagen. Der Hype ist real, absolut verdient. Ich freue mich auf das Leckermäulchen. 1 Stunde 24. Attacke. Vorne bitte. Da bin ich geboren. Warum kostet dieser digitale Kühlschrank 7 Euro? Warum schwebt diese Ziege in der Luft? Ein alles konsumierendes schwarzes Etwas greift mich an. Ziege in der Luft. War das COD? Ein alles konsumierendes. Digga, das war einfach COD, Mann. Und das schwarzes MV Etwas 2019. Greift mich an. Ein 3-Stunden-Video über die Glitches von Fallout 76. 16 times the detail. 16 times the Assassin's Creed. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Und noch ein Assassin's Creed. Here's the same exact mission, but it's over here on the map. Konami bringt ein Spiel raus, was nur aus einer Slot-Machine besteht. Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass. Was habt ihr mit Mickey Mouse gemacht? Ich habe Pokémon auf jeden Fall anders in Erinnerung. 40 Stunden. Ach, Digga, die guten alten Sprites von Kisten durch die Welt tragen Simulator. Werbung. War trotzdem ein banger Game, ne? In einem Spiel, für das ich 60 Euro bezahlt habe. Spielcrash, Error, Glitch. Spielcrash, Error, CE34878. Und jetzt geht mein ganzer PC nicht mehr. Was macht meine Nintendo Switch für Geräusche? Lootboxen, 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 Lootboxen. Schlechtere Grafik als Spiele von vor 2 Jahrzehnten. Statement 1, Statement 2, Statement 3. Es tut uns so sehr leid. Entschuldigung vom Herzen. Wir haben uns... Oh nein, Forspoken. Redfall. Hat Redfall auch reingejoint? Reingejoked? Ich habe nur gesehen, dass Mickey da ein Placement hatte. Kalkuliert. Es tut uns so leid. We're sorry. 16 times. Ganze Listen von versprochenen Features. Ja. Redfall war Dreck. Und der doch nicht da im weiß Spiel ich ja schon wieder Bescheid. Game wird 3-mal verschoben und kommt trotzdem Trash raus. Dasselbe. The fucking. Ich hätte es jetzt gefeiert, wenn er den Clip genommen hätte, wo es die NPCs regnet. Das war einfach. Chat, manche Bugs sind auch einfach lustig. Imagine, es wäre einfach so ein Easter Egg. Es gibt in Assassin's Creed Origins gibt es so ein Easter Egg, das bringt auch eine Trophäe. Wenn ihr zu lange in der Wüste seid, dann regnet es irgendwann Skarabäusse. Weil ihr Hitzeschock habt. Und bei Cyberpunk gab es einfach das Easter Egg, da hat es einfach NPCs geregnet. Also die eigentlich auf der Straße rumlaufen sollten, die hat es einfach geregnet. Oder sie haben Teepose gemacht, ne? Eins von beiden. FIFA jedes Jahr aufs Neue. Wer kauft dieses Spiel? FIFA! Ja, ihr wisst ja, das unendliche Dilemma mit FIFA, Mamifa. $60. Es ist wirklich... Ach ja, Gollum, Schmackerollum. $60. Es ist wirklich keine schöne Zeit, um ein Gamer zu sein. Nein, das stimmt. Hello. Oh my God. $100. What? 0,3? Oh, what do you mean? 800% extra value? Und unter all diesem ganzen Müll von versprochenen Features, Pay-to-Win-Spielen und halbherzigen Releases gibt es eine Firma, die das Ganze über die letzten 30 Jahre auf die Spitze getrieben hat. Also, wenn er das Video über Blizzard macht, war Blizzard noch schlimmer als EA? Wie geht denn das? Das bleibt geht doch gar nicht. Macht es euch gemütlich und hört dieser Geschichte zu. Das Jahr ist 1991. Ich war noch nicht am Leben und 3 College-Typen entschieden sich dazu, eine Firma mit...
Jules einfach ein Spermien. Im Namen Silicon and da war ich auch noch ein Spermien. Gründen, um Spiele zu entwickeln. To get my $10,000 to start the company, I actually borrowed $15,000 from my grandmother. Was ein schrecklicher Name für eine Firma. 2 Jahre später, ihr erstes Spiel kommt raus. The Lost Vikings. Welcome back to Let's Play Lost Vikings. Dieser Wikinger kann sein Schild als Kopfbedeckung tragen. Hier sind die Wikinger im Weltall. Hier sind die Wikinger in Ägypten. Und hier haben die Wikinger eine Band gegründet. Dann merkten die 3 College-Typen selber, dass ihr Name ziemlich kacke ist und benannten sich um in Chaos Studios. Oh, der Name ist bereits belegt und oh, wir werden dafür verklagt. Oh no. Dann lasst uns einfach im Wörterbuch jedes einzelne Wort abgehen und stoppen, wenn wir ein Wort finden, was super cool klingt. Und ja, tatsächlich genau so entstand Blizzard Entertainment. Durch die mittlerweile paar mehr Leute im Team können wir nicht nur ein Foto machen, wo Sam eine Hellebarde in der Hand hat, sondern auch einige Zeit später das Spiel Warcraft Orcs and Humans rausbringen. Mit einem damals noch sehr revolutionären Multiplayer. Das Spiel ist ganz schön gut. Ja, mehrem Multiplayer. War das ich? Multiplayer. Das Nein, aber klingt so ähnlich. Damals noch sehr revolutionärem Multiplayer. Das Spiel ist ganz schön gut. Wir haben jetzt auch deutlich mehr Geld und irgendwelche Leute in Anzügen wollen uns finanzieren. Und deshalb machen wir noch einen Teil. Und so kam ein Jahr später Warcraft 2 raus. Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Alles sieht jetzt ein bisschen schöner aus. Das Spiel macht deutlich mehr Spaß. Es gibt mehr Truppen und unfassbare 8K CGI Cinematics. Gold. Durch dieses Spiel haben wir plötzlich noch mehr Geld, können uns endlich mehr Schreibtisch. Was man damals einfach dachte, was krasse Grafik ist, wenn ich mich so zurückerinnere, ich dachte einfach, Mass Effect 1, 2, 3, so geile Grafik, wenn du dir das heute anschaust im Original, fürchterlich. Und Leute haben auch auf die Dead Space 1 Grafik geschworen. Bruder, wenn du dir das heute reinziehst, die Originalgrafik, da musst du ganz schnell Tische leisten und müssen nicht mehr auf dem Boden sitzen. Und deshalb entscheiden wir uns dazu, ein kleines Entwicklerstudio aufzukaufen. Und das Spiel Diablo 1 zu produzieren. Good luck. Diablo Sauce, Taco Bell. Ein Dungeon Crawler, bei dem man am Ende in der Hölle Diablo töten muss und sich auf dem Weg dahin durch zahlreiche Level schlagen darf. You opened a portal from hell to our town? Es wurde nicht nur zum meistverkauften Spiel des Jahres, sondern wurde. War das Tristam oder wie das hieß? Ich weiß noch, in Diablo 3 kam man dann irgendwie in Neu-Tristam und in Alt-Tristam hat man irgendwie so Zombies gekillt. Es wurde nicht nur zum meistverkauften Spiel des Jahres, sondern wurde auch in zahlreichen Magazinen gefeatured. Vorräte Einkauf, Urlaub nehmen und Diablo genießen. Und in irgendeinem Forum, irgendwo tief im Internet, kam jemand auf eine Idee. In der Nähe einer Stadt in Diablo stehen oft ein paar Kühe rum, die anscheinend komplett nutzlos sind. So Easter Eggs sind einfach Liebe. Ich glaube, in Diablo 4 wurde jetzt auch das Cool-Level endlich entdeckt. Es wäre doch ziemlich lustig, wenn jemand das Gerücht verbreiten würde, dass man durch das richtige Anklicken der Kühe in ein geheimes und exklusives Cool-Level kommt. Why don't you back it up with a source? My source is that I made it the fuck up. Und so gingen in den Foren auf einmal zahlreiche Fake-Screenshots über das besagte Level rum. Ich habe gehört, die Kühe droppen die seltensten Items aus dem Spiel. Und neben einer Vielzahl an sehr wütenden Forum-Nutzern, die teilweise Stunden damit verbrachten, vergeben. Ja, ja, die guten alten Gerüchte an der Schule. Pokémon, Mew unter dem Laster, wo du dich mit dem Surfer reinglitschen konntest. Wir alle haben den Laster angeredet, von allen Ecken und Enden. Leider kein Mew drunter. Und wo mich die Leute damals so verarscht haben, war Dragon Ball, legendäre Superkämpfer. Für den Game Boy Color, ein kartenbasiertes Fighter-Dragon Ball-Spiel, absolutes Legendenspiel. Diese verdammten Cracknuttenbengel haben mich verarscht, dass ich Son Goku Super Saiyajin 4 bekomme, wenn ich das Spiel 3-mal durchspiele mit Son Goku in der normalen Form. Ich verrate euch ein Geheimnis, es hat nicht geklappt. Angeblich irgendwelche Kühe anzuklicken. Welche von den 3 Kühen ist es? Hat dieser trollende User vor allem eines, und zwar einen Mythos. Wenigstens hatte ich dann so einen Goku auf Level 5 losgetreten. Nice, ich habe es gerade gefunden. Ich habe gehört, es gibt auch ein Hühnchen-Level. Doch erstmal erblickte ein ganz anderer Titel das Tageslicht. Geben Sie sich keinen Illusionen hin. Krieg zieht auf. Mit all War das schwer? Nee. Schwer war es nicht. Hat nur gedauert. Wurde aber auch Zeit.
Boah, das ist so eine Legende. StarCraft 1. Ich würde ja jetzt sowas sagen wie, man kann mit coolen Klassen seine Base bauen und mächtige Truppen herstellen. Doch eigentlich geht es in diesem Spiel nur darum, wer am schnellsten die 5000 Hotkeys auf seiner Tastatur benutzen kann. Real Rap, ich habe damals auf der Xbox 360 mit meinem Kollegen Andy, den kennt ihr noch der, aus den ganz alten YouTube-Videos, wir haben Command & Conquer Tiberium Wars gesuchtet. Und wir waren auf der Konsole extrem gut. Bis irgendwann so ein Glitch rumging, der nie gefixt wurde, wo du irgendeinen Engineer in deine gegnerischen Basen irgendwie glitchen konntest und dann hat man immer das Spiel sofort verloren. Haben die nie gepatcht? Das geht bis heute! Ah ja, das Spiel ist ja auch von EA! Und dann erschien 2 Jahre später. Also ja, irgendwann konntest du deshalb kein Ranked mehr spielen. Diablo 2. Ging einfach nicht. Mehr haben die nie gepatcht. Mehr spooky Skelette. Und wenn man nach dem Ende des Spiels ein paar bestimmte Schritte befolgt, öffnet sich ein Portal zu der sogenannten Mumu Farm, in der man auf einmal riesige Kühe mit Hellebarden bekämpfen musste. Oh mein Gott, einfach der originale Kämpfen musste. Farm, in der man auf einmal riesige Kühe mit Hellebarden bekämpfen musste. Geil. Im Nachfolger von Diablo 2 gab es Jahre später dann auch ein Q-Level, nur mit bunten Farben, riesigen Teddys und... Oh, das kam aus Diablo 2, oh mein Gott, ich sag euch, wie sowas bleibt hängen, wo ich in Diablo 3 noch ein richtiger trashiger Noob war und zum ersten Mal ins Q-Level mitgenommen wurde. Nee, nicht ins Q-Level, ins Regenbogen-Level. Digga, war das geil. Und da gab es irgend so ein Regenbogenschwert, wenn du das hattest... Dann konntest du den Skin auch auf andere Waffen machen. Dann warst du der fucking King. Einhörnern. Das war einfach geil. Und im heutigen Diablo 4 suchen die Spieler immer noch sehr vergeblich. Seit Wochen nach dem Level. The Secret Cow Level. Secret Cow Level. Secret Cow Level. Das geheime Cow Level sind die Freunde, die wir auf dem Weg gefunden haben. Und auch andere Spiele, die behaupten nichts mehr. Der Burger Skin, ja, stimmt, führen den berühmten Mythos weiter mit ihrer ganz eigenen Version vom Cow Level. This is like the secret cow level. Und das alles nur wegen einem einzigen Spieler mit viel Fantasie und dem Drang zu trollen. Und so ist das Spiel für viele Menschen auch heute noch eines der am besten produziertesten Action-RPGs, die jemals auf den Markt kamen. Und all dieser Erfolg sollte ein paar Jahre später seinen absoluten Höhepunkt erreichen mit dem Release von World of Warcraft. Oh ja. He shits himself. I just canceled my brother's World of Warcraft account, and he is freaking out. The world. Digga, ich will hier nicht irgendwas Sus-mäßiges behaupten, aber das sah gerade aus, als ob er sich die Fernbedienung in den Arsch steckt, weil er so sauer ist. The world. What the fuck, Bruder? Warcraft. Blizzard ist mittlerweile eine millionenschwere Firma. Die 3 College-Nerds von damals sind jetzt immer noch Nerds, haben dafür ein paar Millionen auf dem Konto. Jeder kennt die Spiele von Blizzard und die Leute waren dementsprechend sehr hyped auf den neuen Titel. World of Warcraft, baby! Yeah! Butthole and the pussy are so close together. Kratzwunde am Kopf, es hat geblutet, die Jacke ist voll geblutet, die Splitter liegen hier am Boden, die Tür ist geplatzt. World of Warcraft, ein Spiel, in dem jeder seinen eigenen Charakter erstellt. Digga, es war einfach so. Damals waren die Spiele besser. Die haben nicht nur wegen der Nostalgie-Kultstatus, die waren einfach Banger kann und sich dann vor die Aufgaben der riesigen Abenteuerwelt stellen muss. Ich sag nur die alten CODs, Mann. Das ist mein Nachtelf, Irokese. Also wir haben einmal die berühmte World of Warcraft Trauerfeier, bei der ein Forum-User ankündigte, einen anderen Ingame-Spieler mit einer Bestattung zu ehren und vorher darum bat, dass doch bitte niemand die Zeremonie unterbrechen sollte. Was ein schöner Tag für eine Zeremonie. Das kann man wohl sagen. Die berühmte South Park-Episode. Gab's nicht auch so eine Art Virus mal in World of Warcraft und dann haben sich irgendwie alle angesteckt?
Irgend so ein komischer Diva, wo alle Leute gewonnen wurden. Wenn sich vier Jungs mit einem Ultra-WoW-No-Life herumschlagen Ultra-Corona. Ah, nur ein WoW. Das oh nein. Einen großen Jungen. Welcher sich übrigens auch wunderbar cosplayen lässt. Chat, warum habt ihr das Video ohne mich geschaut, ihr Sacknasen? Da tun sich wieder wahre Zuschauer von den Der Fakt, dass 99% der Medien WoW als das Spiel abstempelten, welches dich innerhalb von 0,3 Sekunden zum Massenmörder, Heroinabhängigen oder zum ultimativen Neckbeard, der an einem Ort lebt, der schlimmer als Mordor aussieht, transformiert. Alexander Opal ist einer von denen, die übertreiben. Er spielt rund 3 Stunden am Tag. 3 Stunden am Tag. 3 Stunden! Bruder! Da will ich nicht mehr für aufstehen, wenn der Wecker klingelt. Ich spiele 30. Auch wenn der Tag nur 24 hat. Dich machen, aber nur eines, das dein Leben zerstört. League of Legends. Und der norwegische 12 Jahre alte Hans-Jürgen Olsen, der bei einem Waldspaziergang mit seiner Schwester einem Elch begegnete und nur durch seine World of Warcraft-Erfahrung als Level 30 Jäger wusste, dass man sich auf den Boden totstellen muss, um die Aufmerksamkeit vom Elch zu verlieren. Oh, Kurwa. Oh, 2005 kam dann außerdem über den Patch 1.7 ein neuer Raid raus. Teams von 20 Leuten konnten sich durch den Dungeon schlagen, um am Ende den Endboss HK zu besiegen. Lauft, er ist zu stark! Und dieser Boss verteilte einen Debuff namens Corrupted Blood, eine Art Seuche, die Schaden macht und jeden Spieler im Bossraum treffen konnte. Außerdem konnte man andere Spieler, die in deiner Nähe standen, mit dem Buff anstecken. Diese Seuche wirkte jedoch nur innerhalb des Raids und nicht in der Außenwelt. Nun, man besiegt den Boss einfach und alles ist gut. Was die Entwickler jedoch nicht bedacht haben, ist, dass die Tiere von Spielern auch die Seuche bekamen. Und diese konnten die Spieler sehr wohl mit in die Außenwelt nehmen. Dann beginnt es also. Und ja, genau das ist passiert. Und so wurde Patient 0 geboren. Der unwissende Spieler hat natürlich sofort andere Leute in der Stadt angesteckt und innerhalb kurzer Zeit wurden von Level 1 bis Level 60 Charaktere alle möglichen Menschen von der Seuche betroffen. Warum sind die Leute am Stern? Das Ende ist nah. Wir sind die Außerwelten. Und so ist die erste von einem tödlichen Virus infizierte Stadt von World of Warcraft Stück für Stück vor sich hingerafft. Erst gab's die Leute, die willkürlich durch die Gegend liefen und andere Spieler ansteckten. Bleibt weg von mir! Dann gab's die Menschen, die versucht haben, die Pandemie strategisch zu stoppen. Bleibt weg voneinander! Viele sind einfach geflohen und haben in einer leeren Ecke der Karte gewartet, bis der ganze Spuk vorbei war. Also hier sieht's doch schon viel besser aus. Und ein paar Leute haben angefangen, absichtlich andere Spieler anzustecken, nach dem Motto, wenn ich sterbe, dann gehst du halt mit mir drauf. Das super X! Verbreitet es auf Leute! Auf dem Dach! Und ich habe gehört, dass Leute, die mit so Seuchen sich auskennen, durch World of Warcraft, durch dieses Szenario Sachen dazugewonnen haben. Ein paar Healer haben sich daraufhin versammelt und versucht, andere zu heilen und als Ärzte zu agieren. Doch trotz aller Mühen stapelten sich innerhalb der ersten paar Stunden zahlreiche Leichen und Knochenhaufen von Spielern. Chat, ich weiß nicht, dass das im Video ist, sondern ich weiß das, weil ich das weiß, ne? In den Städten. Nein, ich hab's nicht pre-watched. Der ganze World of Warcraft Map war mittlerweile betroffen von einer jeden mit in den Tod reißenden und nervigen Seuche. A computer game is providing us with a remarkable virtual view of what could happen if a real epidemic erupted across the globe. What could happen? Die Anzahl der Toten wuchs immer mehr und Leute fingen an, sich in den Foren zu beschweren. Jeder in World of Warcraft hat AIDS. Außerdem wurden NPCs angesteckt, die zwar nicht sterben konnten, dafür aber andere Spieler ansteckten. Ja, oh nein! Ach komm schon, Bruder. Die Städte glichen einer Art leerer und ausgestorbener Geisterstadt. Bringt eure Toten raus! Wie lange haben die denn das und dann nicht kam gepatcht, ein Patch und alles war wieder gut. Später nutzten einige Soziologen und Forscher dann die Daten aus der WoW-Pandemie, um soziologisches Massenverhalten und generell Pandemieverhalten zu erforschen. How many World of Warcraft players? Quasi, wie hat sich Ork 1 verhalten, als der mit dem Virus infizierte Jäger schreiend auf den Ork zulief. Und dann gibt es noch dieses Video hier. Oh my god, he just ran in. God damn it, Leroy. Leroy, 24 Jahre alt, ist in Real Life Elektrotechniker.
hat damals eine WoW-Gilde namens Pauls for Life mit seinen Kumpels gegründet. Die war aber ziemlich klein und brauchte mehr Member für einen Raid. Und so dachte man sich, komm, wir erstellen ein unfassbar lustiges und überzeugendes Gilden-Werbevideo. Die Leute werden dann schon joinen. Ja, es ist gestaged. Und die Views explodierten. Leroy Jenkins wurde damals zu einem Star. Leroy Jenkins, World of Warcraft. Doch jeder Mensch, der einmal zu einer Internet-Sensation wurde, merkt, dass ein Meme zu sein auch eine Schattenseite mit sich bringt. Leute haben plötzlich angefangen, ihn durch den ganzen Server zu verfolgen. Hallo Leroy, was geht ab? Er kriegte nonstop Nachrichten wie, oh mein Gott, bist du der Echte? Oder, oh mein Gott, dein Video ist so lustig. Aber auch solche Nachrichten. Kill yourself, kill yourself, kill yourself, kill yourself. Man konnte damals auch noch keine Server switchen. Heißt also, die Welt, in der er sich befand, war... Ich hab gehört, bei League of Legends kriegt man... vom Autobahn-Bot einen Bann, wenn man Kill Yourself schreibt, also K-Y-S. Und da hat sich jemand beschwert und dagegen geklagt und hat gesagt, ich meinte, keep yourself safe. Und er hat recht bekommen. Andauernd voll, weil alle Leroy kennenlernen. Er hat recht bekommen. Police on the lookout for Leroy Jenkins Jr. of Jacksonville. Blizzard hat das mitbekommen und wollte natürlich so schnell es geht irgendwie Geld mit dem Hype machen. Doch damit Leroy auch ein Stück vom Kuchen abbekam, wurde er zu Events erst eingeladen, um dort, ja, Bruder, oh boy, das dauert nicht lange. Schrei zu präsentieren. Bei League of Legends reportet man aus Prinzip immer jeden, der Scheiße gespielt hat. Und wenn das Gegnerteam gewonnen hat, auch jeden im Gegnerteam. Also irgendwann macht man es nicht mehr, weil keine Lust mehr, aber ja. Eigentlich reportet man dann immer aus, erste, wenn man getriggert ist. Und Leroy ging wieder seiner Tätigkeit als Ingenieur nach. Und er wurde über die Jahre Stück für Stück in zahlreichen Serien und Filmen gefeatured. Echt, Leben, du bist ein Idiot. In dieser Folge sind viele Internetwitze. Außerdem wurde in derselben Zeit die erste BlizzCon ins Leben gerufen. Eine Convention für... Ich verstehe, wo sein Video hin will. Wir sind erst bei 15 Minuten, Heider Bimbambummel. Ich glaube, er baut jetzt erstmal so die ganze Geschichte von Blizzard auf. Die ganzen geilen Nostalgie-Sachen, gerade so die Leute, die das auch... gespielt haben. Ich war ja immer Konsolenspieler, ich habe ja kein WoW gezockt, aber man hat halt immer davon gehört. Und ich glaube, dann kommen die ganzen Skandale reingekracht wie die Kometen. Alle möglichen Blizzard-Spiele. Wo große Neuerungen angekündigt werden, Leute verschiedene Charaktere cosplayen. This is Reinhardt and Reinhardt and Reinhardt and Reinhardt. Und zeitgleich der einzige Ort, bei dem es passieren kann, dass du beim Pinkeln neben Reaper aus Overwatch und einem Orc aus World of Warcraft... Ah, Dr. Disrespect fehlt so sehr auf Twitch. Und jetzt ist Nick Merckx bald auch noch weg. Und Tim the Tatman. Sie alle gehen! Aber sie sind nicht wegen Geld gegangen! Außerdem gibt es jährlich für jeden Anwesenden auf der BlizzCon die Möglichkeit, den Entwicklern eine Frage zu stellen. Und einer dieser Leute war der sogenannte Red Shirt Guy aus 2010, der mit vollem Selbstbewusstsein... Leute, war der sogenannte... Hä, wie klatscht der denn, Chat? Red Shirt Guy aus 2010. Bruder, wie klatscht der? Der mit vollem Selbstbewusstsein... Der hat hoffentlich keine Behinderung. ...bewusstsein, die Developer... Der klatscht, als hätte eine. ...paar vor allen Menschen auf der Messe auf eine Inkonsistenz in der World of Warcraft-Lore hinwies. Doch, dann habe ich nicht gelacht. I just finished reading The Shattering yesterday. Yeah, Alex, what's up with that? Thanks for pointing that out. We're gonna get that fixed. Thank you. Besagter Red Shirt Guy wurde ziemlich beliebt und sollte die nächsten Jahre jedes Mal aufs Neue vortreten, um die Entwickler zu roasten. My question this year is about Illyria and Terrallian. We survived. Red Shirt Guy. We can retire now. Blizzard essentially put Red Shirt Guy into the game. Über die nächsten Jahre wurden dann noch mehr Expansions rausgebracht. Cool, und mit wirklich jeder einzelnen ist die Beliebtheit gesunken. Und Leute kamen auf die Idee, ihre eigenen privaten Server zu hosten. Die Interesse nach so etwas war schon seit Jahren extrem riesig. Und Leute fragten regelmäßig die Entwickler nach einem Weg, um wieder WoW Classic spielen zu können. Have you ever thought about adding servers for previous expansions as they were then?
No. And by the way, you don't want to do that either. Yeah, give me you the think you do, but you don't. You 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 think you do, but you don't. Kleiner Tipp, wenn ihr jemals im Besitz einer millionenschweren Videospielfirma seid, schreibt niemals eurer Community vor, was sie wollen und was nicht. Nun, Good Guy Blizzard sah, dass so viele Leute auf privaten Servern spielten und nicht für ein WoW-Abo bezahlten. Und so entschieden sie sich dazu, die Serverbesitzer zu verklagen. WoW hatte so geisteskrank lange ein Bezahlabo, bis heute. Die Server mussten runtergenommen werden. Und ReRap, als ich unfassbar aktiv Destiny 2 gespielt habe, da habe ich 3 oder 4 Seasons mir nachgeholt. Das hat so gebockt, also DLCs und Seasons und alles. Man hatte so viel Content zum Spielen, das hat so Spaß gemacht. Und ich wäre ein Spieler, ich würde auch 10, 12, 15 Euro bezahlen im Monat, wenn bei Destiny 2 es genauso viel Content gäbe wie in WoW. Das würde ich so geil, ja, einfach geil finden. Und Gamer macht natürlich das, was alle in dieser Situation tun würden. Und zwar wurde sich kurz vor dem Shutdown gemeinsam auf dem Server getroffen, daraufhin ein riesiger XXL-Trauermarsch quer durch den ganzen Server veranstaltet, um dann gemeinsam mit allen Leuten eine fucking Klippe runterzuspringen. Fuck you, Blizzard. Blizzard chose greed. Fuck Blizzard. You think you do, but you don't. That is how many people ja, hat's überlebt. To say goodbye to this server. You want to know why that doesn't happen in retail? Because it fucking sucks. A Blizzard sah dieses Video. Den kennt man doch jetzt von auch aktuelleren Videos, Chat. You want to know why that doesn't. Oder? Da ist er viel jünger. It doesn't happen in retail? Because it fucking sucks. Blizzard sah dieses Video mit all den potenziellen Kunden und hat sich natürlich vor lauter Freude die Hände gerieben. Merkte außerdem, wie die Zahlen der neuen Expansions immer weiter sanken. Man konnte sich auf einmal bis Level 120 hochkaufen. Bruder, was zum Fick? Und irgendwie hat sich das Spiel nicht mehr wie die alte Heimat von damals angefühlt. Yo. What the hell? Und so schafften sie es nach Jahren, endlich ein paar Zeilen im Code zu verändern und ein paar Knöpfe zu drücken, damit dann 2019 World of Warcraft Classic eingeführt werden konnte. You think that you want this, and I think maybe that you do. Mit Twitch. Jack Norris ist ein Jäger. Doch gehen wir wieder zurück zum Jahr 2008. WoW ist jetzt schon seit ein paar Jahren draußen, die Zahlen sehen super aus, doch der Lamborghini scheint ihnen nicht zu reichen. Blizzard Entertainment merged mit dem Videospielgiganten Activision. Ihr wisst schon, die Leute, die heute Call of Duty in den Abgrund treiben und einen ganzen Euro für einen roten Punkt auf dem Visier verlangen. With Homelander and fucking Snoop Dogg and there's a cat operator is, oh my god. We want the game to be 100% realistic. Doch erstmal gibt es... Die Aussage von dem Bre ist auch überhaupt nicht gut gealtert. Werbung. War Thunder ist das umfangreichste Fahrzeugkampfspiel, was jemals auf den Markt kam. Hallo, ich hätte gerne 8 Bananen und War Thunder zum Mitnehmen. Du kannst einen Buschpanzer spielen und von weiter die Distanz Werbung schießen. Wow, 5 schwarze Panzer gegen mich? Ich glaube, ich habe die falsche Version runtergeladen. Oder im Nahkampf die gegnerischen Panzer alle nacheinander aus. Chat, geht ruhig aufs Video und supportet auch den Bre über den Link. Wichtig. Meistens werden nämlich diese Placements nach Impressions bezahlt. Also jeder Link-Klick zählt und supportet Ehrenbruder Jules. Er macht so geisteskranke Banger-Videos. Der braucht auch, ich glaube, er hat das beantragt. Er hat aber irgendwie, kriegt er keine YouTube-Partnerschaft. Also keine YouTube, wisst schon hier, dass man so bezahlen kann. Da würde ich mir, so wie ich auch das bei Hugo getan habe, natürlich aus Prinzip das teuerste Abo gönnen. Meine Strategie ist es, ausschließlich meine eigenen Teammates zu töten. Es hat einen Tag gedauert und ich bin auf allen Servern Lifetime fürs Griefen gebannt. Ich spiele mehr als 2000 Fahrzeuge, zahlreiche coole Panzer, Flugzeuge und Jets. Oh, und es gibt sogar Helikopter. Ich hatte vor einer Ewigkeit, hatte ich mal ein Placement für die Schiff-Version davon. Und ich weiß noch, ich war so unfassbar shit. Ich habe in dem 2 Stunden Placements genau geschafft, ein einziges gegnerisches Schiff zu versenken.
Ein einziges. Doctor, my name is Optimus genau, Warship. Prime. Klinge ich vielleicht so ein bisschen anders? Das liegt daran, dass ich auf dem Weg bin, mich in die Luft zu sprengen. Coole Sticker, die man auf seine Panzer packen kann. Wer von euch traut sich, auf meinen Waifu-Panzer zu schießen? Thomas, die Lokomotive. Creeper, oh man. Would you still love me if I was a tank? Nein, außer du bist ein Crusader MK2-Tank, aber dafür müsstest du dir Warfunner runterladen. Es ist komplett umsonst. Oh mein Gott, so Legendenserie. Man kann es auf allen immer wenn er seine Sonnenbrille aufgesetzt hat, wusste er, wer der Mörder war. Schwangerschaftstest und durch meinen Download-Link ganz viele exklusive, coole Vorteile erhalten. Deutsche Ingenieurskunst. Es gibt ein Damage-X-Ray-System, was das bedeutet, ich habe absolut keine Ahnung. Die Fahrzeuge sind alle extrem historisch akkurat und wurden früher genauso genutzt wie im Spiel dargestellt. Werbung Ende. Also wir haben 2008. Blizzard ist jetzt Blizzard Activision und der neue CEO der Firma wird ein Mann mit dem Namen Bobby Kotick. Well, we're now the oh mein Gott! 2008, damit fing alles an. Vor 15 Jahren schon. Da kamen aber noch ein paar geile CODs raus. Aber so früh fing das largest, most profitable video game software company in the world. Legenden besagen, dass wenn man böser Businessmensch im Anzug googelt, dass dann nur Bilder von diesem Gesicht erscheinen. Dieses schmierige Grinsen widert mich jetzt schon an. Ich hätte den gerne als Endgegner im nächsten Wolfenstein. Seine ersten veröffentlichten Worte, nachdem er die Firma übernahm, waren: Wir müssen den Spaß daraus nehmen, Spiele zu produzieren und Gaming ertragreicher machen. Hat 2006 außerdem seiner Assistentin eine nette Nachricht auf den Anrufbeantworter gesprochen. Hey, Jessica, kannst du mir einen Kaffee machen? Ah ja, und ich lasse dich morgen umbringen. Typisch Bobby mal wieder. Außerdem möchte man jetzt die viel zu toxische World of Warcraft Community unter Blizzard Activisions Leitung erziehen und ihnen gutes Benehmen beibringen. Und das hier kriegst du dafür, dass du Trottel geschrieben hast. Ab sofort sollte neben jedem Namen im Blizzard das war worum zusätzlich der vollständige Real-Life-Name daneben angezeigt werden. Unter dem Vorwand, die Community auf einem Weg zu connecten, wie noch niemals zuvor. Ja, ihr hört richtig. Die Nutzerin SexyPriestGirl5 hatte plötzlich neben ihrem Profil den Namen Rolf Meier stehen. Und auf diese Weise sollte die Community... Ey, was macht denn da? Mr. Wissen2Go! Warum haben die den Bruder damit reingezogen? Weniger toxisch werden. Hast du auch geschrieben, fegt sie ab sofort in ihre beschissenen Ärsche? Ja, vor einer Weile. Ich kann's kaum erwarten, Präsident Obama in Forum zu treffen. Ein Blizzard-Mitarbeiter hat die daraus resultierende wütende Meute überhaupt nicht verstanden und postete im Forum seinen echten Vor- und Nachnamen. Hey Leute, ist doch gar kein Problem, es ist doch nur ein Name. Als erstes wurde seine Adresse geleakt, dann seine Telefonnummer, dann sein Facebook-Profil. Oh, und anscheinend wohnt der Mitarbeiter mit 28 noch bei seiner Mutter. Hey Maike, ich stehe vor deinem Haus. Ein Tag hat es gedauert und das Feature war wieder weg. Noch im gleichen Jahr wurde dann offensichtlich profitorientiert ein gewisser Folgetitel angekündigt. Diablo 3. Present to you the world premiere of Blizzard's newest game. Die ganze 4 volle Jahre sollte es dauern, bis das Spiel endlich das Tageslicht erblicken konnte. Und der Hype war immens. Oder, was das für eine? Wenn man das Spiel statistisch mit anderen Titeln vergleicht, sieht man bei Diablos Suchanfragen einen klitzekleinen Hügel. Die Leute waren bereit und das zeichnen sie auch. Diablo 3 habe ich damals mit Anitrox im Koop gespielt. Alter, waren wir shit am Anfang. Und das Game hatte dann recht wenig Endgame-Content, aber die haben dann echt viel geändert. Memes über alle Plattformen verteilt, die darstellten, wie sehr man sein Real-Life vernachlässigen wird, sobald Diablo 3 rauskommt. I got everything I need here, I got Pringles and I got Pringles, an extra keyboard in case I have to smash a couple. Doing this with one hand. Everything here, I can eat with one hand. By the way, der Typ war Big Mac Chat, ne? Also diese Meme-Bilder bei Sascha als Thumbnail oder so, das stimmt, ne? Das ist wirklich Big Mac. Falls ihr es nicht wusstet. Ne, der ist zweisprachig, der kann Deutsch und Englisch. In case I have to smash
A couple. Ihr seht das nicht, der hat eigentlich noch hinten so zwei Macho-Mai-Arme und da bedient er dann die ganzen anderen Monitore und Twitch-Chat. Ah nee, das war Bootsa. Sorry. Everything here, I can eat with one hand. 15. Mai 2012. Die Server gingen live und eine riesige Horde an mit Energy-Dosen bewaffneten Menschen versuchte sich gleichzeitig nach vier Jahren endlich in das Spiel einzuloggen. Oh nein. Yes. I'm released. Und zwar versuchten es so viele, dass die Server bis zum Anreiz überlastet wurden. Was wiederum dafür sorgte, dass sich kein einziger Spieler mehr einloggen konnte. Oh no! Und die gehypten Fans nur ein Pop-Up-Fenster mit dem berüchtigten Error 37 zu Gesicht bekamen. Execute Error 37. Da hat doch auch Call of Duty mit angefangen. Also so eine Error-Meldung ist ja schon Abfuck. Aber wenn die dann irgendwelche Fantasie-Error-Namen sich einfallen lassen, da explodiert mir der Zettel. Error 37. Anitrox nicht dein Bruder gewesen? Nein, nein. Anitrox war Alex. Der war nicht mein Bruder. Und Andi war auch nicht mein Bruder. Anitrox ein Zocker-Kollege, der dann ein Real-Life-Kollege wurde. Und Andi ein Schien-Kollege. Hört auf, euch einzuloggen, damit ich mich einloggen kann. Hat jemand von euch Error 3006? Und falls du nur für dich alleine die Singleplayer-Kampagne genießen wolltest, musstest du dich trotzdem einloggen und brauchtest im Jahr 2012. Diese, Gott sei Dank, Chat, und da danke ich jeden einzelnen von euch da draußen. Dieses Always-On-Scheiß, was sie auch mit der Xbox One uns reindrücken wollte, da haben die Gamer so unfassbar sich aufgeregt und randaliert. Und die Aktien abgestoßen, da hat's so gescheppert, dass die Kacke wieder verworfen haben. Oh, beste Leben. Vielleicht in anderen Ländern kein Problem, aber mit dem deutschen Internet kannst du das vergessen, Digga. Immer eingeloggt. Wolf, dauerhaften Internet. Und mit dem Ubisoft-Servern erst recht. Zugang, because fuck you. Bobby Kotick, fuck you. Klassische 2012er Oldschool-Memes wurden verzweifelt über jegliche sozialen Netzwerke gepostet, um irgendwie den Schmerz zu unterdrücken, jetzt gerade nicht Diablo 3 spielen zu können. Und irgendwann legte sich der Sturm und die Server funktionierten wieder. This game is so much fun, I love it. Mit einem späteren Update wurde durch Bobby Kotick dann ein Auktionshaus eingeführt, in dem man Ingame-Items auf dem sein Mist war das gewachsen, ja Heiderwitzka, und seltenen Boss-Loot für Echtgeld kaufen konnte. Oh Mann, ich habe erst seit 3 Stunden das Spiel und habe jetzt schon alle seltenen Items im Game. Warum auch immer man so ein System in einem Spiel einführt. Ich verstehe nicht, wieso das überhaupt funktioniert. Ich kaufe doch kein Spiel und kaufe mir dann Ingame-Items, um das Spiel nicht zu spielen. Hä? Führt, bei dem es primär darum geht, Items zu sammeln. Es gab teilweise Spieler, die beruflich davon lebten, seltene Äxte für beispielsweise 7500 Euro in Diablo zu verkaufen. I am working on my investment portfolio of magical swords. Hey, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Oh, und du willst außerdem Diablo 3 für die Switch gewinnen? Lad einfach ein Foto hoch, wie du Diablo 3 auf der Switch spielst und gewinne Diablo 3 für die Switch. Heiligsblechle! Und dann kam 2014. Wir gewinnen 7-1 gegen Brasilien. Und zeitgleich kommt Hearthstone raus. Ein digitales Kartenspiel. Oh no! Hearthstone ist ein Spiel, was absolut nicht pay-to-win. Die haben das auch irgendwie geschafft. Chat, das ist eigentlich so krank. Die haben es geschafft, mit Hearthstone davonzukommen. Ein unfassbar Pay-to-Win-lastiges Kartenspiel, was so einen kranken Hype trotzdem hatte. Die sind damit einfach davongekommen. Da gab's keinen Shitstorm. Nur einen kleinen. Hier und da. Aber die sind damit einfach davongekommen. Das müsst ihr euch mal reinziehen. $50 for 3 cards. Ein Spiel, welches extrem schwer zu meistern ist und zahlreiche strategische Taktiken benötigt. Ihr kennt doch noch den lieben Strikehead, einer meiner ältesten Kollegen und auch einer meiner ältesten Mods von damals. Der liebe Strikehead hat nicht den ein oder anderen Tausender in dem Spiel versenkt, Chat, sondern hört und staunet. Der hat den ein oder anderen Kleinwagen in dem Game versenkt. Three requires strategy.
Der chinesische Kriegsmeister Sun Tzu schrieb einmal in seinem Buch Die Kunst des Krieges die Worte: Nimm die Klasse Jäger bei Hearthstone und greif immer Face an, das hassen die Gegner. Forscher haben herausgefunden, dass das Öffnen der Hearthstone-Packs kein bisschen Dopamin in dem menschlichen Körper auslöst. Da bin ich der glücklichste Mensch im Universum! Falls mal eine Karte zu stark ist, braucht Blizzard nur 3 ganze Jahre, um eine einzige Zahl im Code zu verändern. Und die Beliebtheit dieses Spiels ist außerdem über die letzten Jahre durch die immer besser werdenden Patches von Blizzard enorm in die Höhe geschossen. What is wrong with this fucking company, man? Im Jahr darauf kam dann Heroes of the Storm. Für Bobby Kotick eine super Idee. Musik von Witcher, meine Damen und Herren. Geil! Um endlich mit den großen Schlachtschiffen wie Dota und League of Legends mithalten zu können. For Heroes of the Storm. Ich kann euch zwar überhaupt nicht sagen, was in diesem Match hier gerade passiert, aber ich kann euch sagen, dass Blizzard 2018 einfach mal so... Ah! Hero of the Storm! Oh... Seid mir nicht böse, wenn ihr das gespielt habt, Chat. Aber das haben nur die Leute gespielt, die zu bad waren für Dota oder League of Legends. Und es tut mir sehr leid, ich war auch einer von denen, die die Freunde und auch Freundinnen im Freundeskreis ordentlich verarscht haben, wenn die Hero of the Storm gespielt haben. Und als dann der Stecker gezogen wurde, habe ich die noch mehr ausgelacht. Es tut mir leid, ich bin ehrlich. Über Nacht ankündigte, dass das Entwicklerteam vom Spiel drastisch gekappt wird und die E-Sport-Szene nicht mehr unterstützt werden würde und beendete somit zahlreiche Karrieren von Kommentatoren. Hey, Strike It! Was geht ab, Bruder? Hast du gerade gesehen? Da war gerade dein Lieblingsspiel, wo du den einen oder anderen Eugen versenkt hast. Und YouTube-Channeln einfach über Nacht. Und das ein paar Tage, kurz vor Weihnachten. Well, I didn't sleep too good last night. Omega lol, my whole life is built around this game. I'm so fucking tilted about it. Some great news to share with you guys. Not with the Blizzard fans though. Ich bin jetzt Vollzeit League Streamer. Frohe Weihnachten. Arbeitslos, by the way. Omega lol. Fuck you. Laut wirklich seriösen Quellen, ich hab's mir ausgedacht, habe ich übrigens erfahren, dass das dadurch verfügbare Geld in die 413. Luxusjacht von Bobby Kotick geflossen ist. I'm gonna show you how to make a Bobby Kotick costume for Halloween. I don't care what you think. Wir haben mittlerweile 2016. Blizzard hatte bis dahin ein paar nervige Aktionen und Fauxpas, ist aber dennoch relativ beliebt bei den Spielern. Und sie wollten sich den Hype von damals wieder angeln. I want you to open your hearts and your minds to what comes next. 2016 war das Jahr, in dem Overwatch wie eine Bombe in der Gaming-Welt einschlagen sollte. Overwatcherino. Digga, der Mann ist erst bei 2016. Wir haben noch eine Stunde vor uns. Ja, heiler Pimperbummel, leck wieder ab, Zuckerli. Overwatch is an incredible achievement. Another seminal release from developer Blizzard. Game of the year, Overwatch. Warte, ich muss das müsst ihr sehen. Also, XQC, Digga, der Typ hatte doch schon auch seit Tag 1 einen Kappa. So schade, dass der trotzdem Glück spielt, ne? Und so, das finde ich so schade bei ihm. Trotzdem wäre der wirklich number one. What is this? I love you, what is this? We're winning it again, Sinjoli! Heroes never! Thanks for your time, and we're gonna send it back to... Wusstet ihr, dass es bei den Amis gar keinen Shitstorm gibt, wenn du bei den Amis einfach Glück spielst, Streams? Das interessiert dann niemand von den... Is this right now? Beide Teams bestehen aus 6 Charakteren. Die Rollen können selber aufgeteilt werden, wobei es am Ende der Runde immer 5 DPS doch, gibt, ja, und einen Tank, so, weil keiner Lust hat, den Healer weniger zu spielen. Als fucking switch, so. Dude. You're not doing shit for the team. Did we not have a Widow? Can you not play Bastion? Bonzo, will you please swap? Overwatch kommt mit einer Vielzahl an durchdachten und einzigartigen Helden, die man spielen kann. Okay, Feierabend. Monkey. Genji, ein unfassbar krasser Ninja mit Samurai-Schwert, der aber in 99% der Fälle von irgendwelchen Elfjährigen gespielt wird, die denken, sie könnten das ganze Team von alleine carryen. Is that a pro Genji? Yeah. Es ist der eine Typ, den es in jedem Spiel gibt. In League of Legends ist es Yasuo. Ja! Oh, yeah.
In Valorant. Oh nein, Chat! Ich hoffe, ihr deabonniert mich nicht. Aber als ich angefangen habe mit LOL, ist auch gerade Yasuo released worden. Und ich war ganz lange auch so ein Midlane-Yasuo-Animal. 200-300 Spiele mit einer, glaube ich, gerade so positiven Winrate. 51%. Und irgendwann habe ich's eingesehen. Ich hab's eingesehen, dass ich nicht so gut war. An sich als Midlaner. Ich war ein recht passabler Yasuo. Und wenn der gebannt war, das war oft, habe ich auch mal die Ahri gepickt oder die LeBlanc. Aber dann habe ich irgendwann die Mitte losgelassen und bin in den Jungle. Und auf einmal war ich von Low Gold in Platin. Ich glaube, ich war wirklich bad als Midlaner. Jett und dann Team Fortress der Scout. Dann gibt es noch Mei oder auch das Letzte, was du siehst, bevor du 4 Stunden lang eingefroren wirst. Oh mein und Gott, ja, die war so riesigen Turbo Tanks sich danach an die Grenzen der Galaxie befördert. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Dieser Charakter ist eine Fusion aus Gandhi und einem Roboter und hat unfassbar dicke Balls. Zenyatta ist gay. Bastion ist nur ein Roboter, der mit der extrem komplizierten Meta-Strategie an einer Stelle warten und schießen gedrückt halten gespielt wird und somit das ganze Game gewinnt. Bastion is a way of life for me. I never change my character. Fuck you. Und das hier ist ein fucking Hamster in einem Roboterball. Und weil keinem ein cooler Name einfiel für einen Hamster mit Gewehren, nannte man ihn einfach. Dieser Charakter ist komplett nutzlos. Dieser Charakter ist auch komplett nutzlos. I could make an Indian tech support joke here, but I won't. Your computer has Und über diese Charaktere existiert mehr Overwatch-Pornografie, als es überhaupt Spiele in den letzten 5 Jahren gab. Ich besorg's mir auch zu Widowmaker. Ich besorg's mir jeden Tag zu ihr. Ich besorg's mir jetzt gerade zu Widowmaker. Oh, ach du Scheiße, da macht es sich wirklich. Solltest du es zufällig schaffen, doch ein paar Gegner zu killen, wird dein Gameplay am Ende vor allen Leuten angezeigt. Und du bekommst das sogenannte Play of the Game. Oh no, oh no! Ziel vom Spiel ist es, einen Punkt ein. Wieso gibt man dem scheiß Affen eine AK, ihr verdammten Monkeys? Zu nehmen oder als strategisches Team die Fracht zu schieben. Doch in 99% der Fälle macht ein einziger Spieler die ganze Arbeit, während die anderen sich am Rande der Map um ein Medikit prügeln. Das Game wird von Jeff Kaplan geleitet. Ist doch in jedem Spiel so. Du spielst eine Runde League of Legends. Du bist der Top-Laner oder du bist der Jungler. Du machst gerade deine ersten Camps. Vielleicht hast du auch sogar First Blood oder einen Double-Kill geholt. Und dann schaust du auf die untere Linie, auf die Midlane oder auf die Botlane und es brennt. Die Map brennt, Minute 5. Und du hast nur eine ganz kleine Gießkanne, um den Brand zu löschen. Und du weißt gar nicht, wo du als erstes gießen sollst, weil es brennt. Alles und immer bist du schuld. To the one, from the one, to the three. What's up, this is Jeff from the Overwatch team. Meme-Legende und seit neuestem offen rechtsradikal. Hat außerdem die große Ehre, jedes Mal aufs Neue das bevorstehende Overwatch-Update zu verkünden. Ein neues Update. If you pick Hanzo in a competitive match, your player level will be reset and then your PC will light on fire. Hat außerdem einen 10-Stunden Livestream gemacht, in dem er vor einem Kamin sitzt und vor 30.000 Leuten absolut gar nichts macht. Hier ein paar Highlights. Was zur Hölle, Digga, warum? Oh, er macht was. I need healing. This is Jeff from the Overwatch team. Außerdem gibt es noch die professionelle Overwatch League. Und hier kann man sich die Faustregel merken. Je unangenehmer die Teams die Arena betreten, desto besser werden sie wahrscheinlich spielen. Aber das Musik, das Lied war geil. Die E-Sport-Liga hat außerdem zahlreiche Talente hervorgebracht, wie zum Beispiel den kanadischen Philosophen Felix Lengiel. Der war mal Overwatch E-Sport. Kanadischen Philosophen Felix Lengiel. Ja, Heider Witzka, ey. Bruder, da war er noch nicht. Wenn irgendwas mit eurem Leben falsch läuft, Chat, und die Karriere einfach nicht pieken will, färbt euch die Haare blond. Hat bei Papa Platte auch funktioniert. I have no idea what the fuck you're saying. Die nächsten Jahre kamen dann ein paar Expansions für die anderen Spiele. Es wurde sich weiter um den E-Sport gekümmert und die Games wurden Stück für Stück immer mehr monetarisiert. Yes!
Warum sind deine blond? Keine Haare zum blond färben. Auf einmal sind wir in 2019 und zahlreiche Chinesen in Hongkong kämpfen nicht nur um ihr Leben, sondern auch gewaltsam für die Unabhängigkeit vom südlichen China. Es war ein ganz normaler Sonntagmittag. Das Hearthstone Grandmaster Turnier ist in vollen Zügen und ein chinesischer Spieler namens Blitz Chang machte folgendes in seinem Interview nach dem Match. Ich weiß. Freiheit. Blizzard bannte am selben Tag noch den Spieler von jeglichen Wettkämpfen, nahm ihn all sein Preisgeld wieder weg, stellte in Höchstgeschwindigkeit das VOD vom Turnier auf Offline und feuerte die zwei anwesenden Kommentatoren dazu noch gleich mit. Was ist los? Dieser Gestank, den kenne ich irgendwie. Blizzards Reaktion machte natürlich sofort Schlagzeilen und sorgte für ziemlich große Empörung. Suspended a gamer and taken his prize money away. That is fucking crazy. All his prize money and they've suspended him for a full year. Und so stellten sich einige Leute die Frage, warum zum Teufel kehrt sich eine amerikanische Videospielfirma, die Spiele programmiert und in einem demokratischen Land sitzt, so sehr dafür, wenn ein asiatischer Hearthstone-Spieler zum Protest gegen eine kommunistische Partei in China aufruft. Donald Trump, don't trust China! China is asshole! Okay, Speedrun-Erklärung. Es gibt in China eine Firma, die heißt Tencent. Das ist, by the way, der größte Videospielentwickler der ganzen Welt, hat aber noch kein Schwanz was von gehört. Diese Firma steckt ganz schön viel Kohle in alle möglichen Firmen auf der Welt und die Chefs dieser Firmen können sich dann dadurch mehr Yachten leisten. Sollte also mal eine Firma etwas tun, was die chinesischen Investoren gar nicht mögen, ist das Geld auch wieder weg. Also heißt es Schuhe lecken, den roten Teppich ausrollen und bloß nicht in irgendeiner Weise Winnie Pooh erwähnen. Boys, we did it. I'm banned from China. That's right. Riot Games, die Macher von League of Legends, gehören sogar zu 100% Tencent. Hier was? Eine Liste mit all den Firmen. Juhu. Ich dachte nur zur Hälfte. Ach, best companies in the world right now are companies like Tencent and ByteDance. Und fragt euch mal, warum in allen möglichen Spielen immer diese hässlichen chinesischen... Oh, erzählt mir, was ihr wollt, aber Tencent der... Tencent and ByteDance. Und fragt... Der Firecracker Wayne Skin. Und ja, ich sag es on stream vor 10.000 Zuschauern. Ich würde mit dir schlafen. Euch mal, warum in all... Oh! Schaut euch das nur an. Habt ihr schon mal so eine Königin gesehen? Ja, heider Bimbambummel. In allen möglichen Spielen immer diese hässlichen chinesischen Neujahrskins. Das war aber jetzt nicht Jinx Firecracker, oder? Das war schon Wayne. Wenn's rauskommt. Yep, das ist subtile Propaganda, um China als wunderbares, tolerantes Superland darzustellen. Nein, wir stecken keine Leute in Arbeitcamps. Wir sind China und feiern mit euch das chinesische Neujahr in Fortnite. Why visit France when you can just visit the replica in Tiangdicheng? Hey look, they're even building a copy of the Holocaust. Mit Tencent haben wir also eine riesige Monopolfirma, die in China sitzt, von der Regierung gesteuert wird und gleichzeitig enormen Einfluss auf die größten Firmen der ganzen Welt hat. Ja, ich sehe da absolut gar kein Problem. What the hell? Made in China! Ah! New World Record, baby! Und ja, auch Blizzard musste klein beigeben, als Papa Tencent wieder am Telefon geschrien hat, dass man doch ganz schnell den bösen Hearthstone-Spieler, der sich für Hongkong aussprach, bannen soll. Tja, das heißt nichts umsonst. Löse dich von jedem freiheitlichen Gedanken, wenn du je an der warmen Brust Chinas nuckeln willst. Oh, what the fuck? Und genau dieser Sachverhalt fand seinen Weg dann irgendwann auch auf Reddit. Und noch am selben Tag startete mit dem Hashtag BoykottBlizzard einer der größten Videospielproteste der Gaming-Geschichte. Es hat begonnen. Also erstmal gab es haufenweise Spieler, die sich dazu entschieden, ab jetzt keinen einzigen Blizzard-Titel mehr anzufassen oder ihr WoW-Abo beendeten. Oh mein Gott, was passiert mit mir? Bilder von verbrannten Blizzard-Spielen, Videos, wie komplette Accounts gelöscht oder bis aufs Wesentliche reduziert wurden. Und Leute fingen sich wieder den altbekannten Gaming-Klassikern zu widmen. This is me. Team Fortress is back! No! Und auch die Blizzard-Mitarbeiter machten mit, versammelten sich vor dem Hauptgebäude und überklebten das berühmte Schild vor der Statue mit der ironischen Aufschrift
jede Stimme zählt. Mr. Ping, who have you not bought? That's the real question. That is the real question. Lässt immer Hoffnung schöpfen. Die zahlreiche Blizzard-Versionen vom China Tiananmen Square Massacre wurden erstellt und fanden ihren Weg in das Internet. I will not stop boycotting Blizzard Games. Leute schrieben komplett sinnlose Mails, um irgendwie die Postfächer von Blizzard zu überlasten. Ich wurde von einer Harpune getroffen. Okay, scheiß drauf, ich bin raus. Und auch andere Hearthstone-Spieler aus dem Turnier schlossen sich der Sache an. Last any longer. They do draw the second spirit. And that is game. Yep, und Blizzard gießte Öl ins Feuer und bannte auch diese Spieler für ihren Protest. Man würde ja laut dem Regelwerk keine politischen Statements oder Proteste in der Firma akzeptieren, hieß es. Celebrating Pride in Overwatch 2. Gender fluid, intersex, lesbian, adding a transgender here. I am very gay and I fucking hate this. Ganz nach dem Motto, es ist nur okay, solange es sich vermarkten lässt. Und so einigte man sich darauf, die Overwatch-Heldin Mei zum offiziellen Pro-Demokratie-Symbol der Spieler zu machen. Wenn wir Mei in ein Pro-Hongkong-Symbol verwandeln, könnten wir das Spiel in China gebannt kriegen. Modern problems require modern solutions. Aber seht euch um! Jemand muss etwas tun! Wir müssen etwas tun! Die Welt versinkt im Chaos und braucht Helden! Seid ihr dabei? Daraufhin wurden zahlreiche Kommentarsektionen gesperrt und Blizzard sorgte dafür, dass man seinen Battle.net-Account nicht mehr deaktivieren konnte. Logischerweise, damit die Spielerzahlen nicht weiter sanken. Das muss die beste Woche sein, die EA und Ubisoft seit Jahren hatten. Bis dann Wochen später. Digga, und wenn nur weil ich meinen Account nicht löschen kann, heißt das doch nicht, dass ich die Scheiße dann endlich spiele. Endlich das erwartete, halbherzige Statement kam. Denken die, ich sitze so am Rechner, Account löschen. Ah, geht nicht. Ja, okay, dann spiele ich weiter. I want to say a few words. I am sorry. Das Preisgeld wurde zurückgegeben, der Bann wurde etwas reduziert, doch der Rufschaden an Blizzard war bereits passiert. I want to be clear, our relationships in China had no influence on our decision. Utter complete bullshit. Und rückblickend zeigte sich ein Haken an der ganzen Sache. Wer glaubt ihr, leidet am meisten, wenn auf einmal zahlreiche Leute anfangen, ihre Blizzard-Spiele zu deinstallieren und die Firmeneinnahmen sinken? Sehr wahrscheinlich nicht die großen Chefs der Firma. Und genau das hat man später auch gemerkt. Bobby Kotick feuerte über Nacht hunderte Mitarbeiter. Ich will hier auch nochmal in den Raum werfen, dass Bobby Kotick 30 Millionen Dollar im Jahr macht. Während sich die gefeuerten Mitarbeiter weinend und umarmend vor dem Parkplatz trafen. Bitte, du darfst die Karte nicht spielen. Und jetzt aktiviere ich Bobby Kotick. Nein, ich meine, was Gier. Zum Teufel oh will je. Dieser Mann überhaupt mit seinem Geld? Etwa zur Jeffrey Epstein-Insel fliegen? Oh, sorry, falsches Bild. Was haltet ihr von diesem süßen Hund hier? Als die ganze Sache wieder abflachte, wurde dann später überhaupt nicht scheinheilig noch ein Black Lives Matter gepostet und Bobby selber war der Meinung, dass sich Blizzard eigentlich überhaupt nicht politisch engagieren sollte. Also ich habe meinen Blizzard-Account wegen der Hongkong-Kontroverse gelöscht. Jetzt will ich aber das Overwatch Halloween-Event spielen. Wie bekomme ich meinen Account zurück? 2020 kam dann immer noch kein neues Spiel. Dafür... Schwierige Situation, Bruder. Sag ich dir ehrlich. Huch. Bekam Warcraft 3 ein Remake. Das Spiel war damals enorm beliebt und bereits 2018 wurde angekündigt, dass man dem 16 Jahre alten Spiel eine Überarbeitung verpassen möchte. I am honored to present the return of another Titan. Yes! It's going to be an exciting new chapter. You can order that today. You can pre-order that today. I will pre-order your mama. Pre-ordered? Lol. Zwei ganze Jahre sollte das Remake in Entwicklung sein. Und dann kam der Release Day und...
Oh mein Gott, Blizzard. Wie habt ihr es hinbekommen, ein bereits komplett fertiges Spiel fehlerhaft neu rauszubringen? Biggest scam in gaming history in 2020. Nice beta Blizzard LMAO. Blizzard in a nutshell. Das sind die Cutscenes von der BlizzCon 2 Jahre zuvor. Das sind die Cutscenes vom Spiel, als es rauskam. They fucking lie! Deine fucking Einheiten ändern die Farbe. First, I hope you guys like the style we went with. Was geht hier vor? Manche Truppen wurden geremastert und manche wurden anscheinend komplett vergessen. Warum kann ich nicht mit meinen Freunden spielen? Remastert und manche wurden anscheinend komplett... Hä, wie, also manchmal muss man sich wirklich fragen, wie geht das? Wie kannst du manche Truppen einen besseren Look verpassen und andere sind einfach noch Pixelbrei? Das muss doch jemand auffallen, hä? What the fuck? Vergessen, warum kann ich nicht mit meinen Freunden spielen? Aber Regel Nummer 1... Typen gibt's, die gibt's gar nicht. Und Regel Nummer 2, es gibt nichts, was nicht gibt, ne? Die Idee von neuen Sprechern wurde gestrichen. Dafür gibt es jetzt sowas. Der Wind dringt einem durch mein Bein. Und ihr zittert nicht einmal. Ich starte eine neue Runde und habe sofort verloren. Defeat? What? I just lost. What the fuck? Really? Ich weiß, was das ist. Ein unsichtbar machender Tarnumhang. Das Hauptmenü ist eine Web-App, die über Chrome läuft und deshalb die komplette CPU lahmlegt. Welcher Mensch hat das bitte abgesegnet? Arthas looks like a drunk. He looks like a 55-year-old drunk. Wartet, bis ihr mich im Einsatz. Yep, diese Liste von Features, die im Spiel fehlen, ist ganz schön lang. Not all that shit is in the game! Our gold mine has collapsed. Custom games broken, the login is kind of broken, the connection is broken, the online activity is broken, the frame rate is shit, the stabilization is terrible. Lieber Support, mein Spiel funktioniert nicht. Ja, dann kauf doch einfach einen neuen PC. Fucking Blizzard! They just want cash, bucks, dollar, sterling, Fortnite, V-Bucks. Drei neue Spielfehler, die ich zum meiner Sammlung von anderen Spielfehlern legen kann. Warcraft 3 vs. Warcraft 3 Reforged. Okay, das Remake ist also... Der rechte Bürger sieht doch noch ganz appetitlich aus. Der lag auch bestimmt nur eine Woche im Kühlregal, Digga. Digga, ist das geil. Ich werd's gefeiert, wenn sie noch irgendwie, ja, keine Ahnung, das obere vergessen hätten. Pre-Reforged. Okay, das Remake ist also scheiße. Du willst deshalb lieber das alte Warcraft 3 spielen. Tja, das geht nicht, denn die alte Version wird mit dem Remake ersetzt. Das heißt, du musst dich als jahrelanger Spieler auf einmal mit diesem halbfertigen Müll zufrieden geben. Stating the following, Warcraft 3 Reforged Refund Request denied. Fuck. Geld für das Spiel zurückzubekommen, war ohne Behörden so gut wie unmöglich. Wenn dein Spiel vorbestellst, verpflichtest du dich bloß für irgendwas zu bezahlen, was ein paar Arschgeigen in Kalifornien nicht mal fertiggestellt haben. Weißt du, was du für so eine Vorbestellung kriegst? Ein Schwanz in den Mund. Und dann kam das gewohnte, es... Bestellt nicht mehr vor, Chat! Tut uns so leid, Statement. That I'm very sorry and I apologize. That keep it up! Und so review-bomben Leute aus Frust das Spiel auf Metacritic. Disappointment, disappointment, disappointment. The worst remaster game ever. It's a load of donkey poo. Suicide prevention hotline number 800-273-8255. You're gonna need it. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Und dadurch wurde es über Nacht das am schlechtesten bewertete Spiel aller Zeiten. Ganz unten, auf dem Rang 19.095. Somehow Blizzard is now worse than Bethesda! Das Geld hat sich Blizzard ordentlich schmecken lassen. Ein paar Sachen wurden dann... Bruder, was ist denn das? Wieder für ein geiler Clip! Ich kann nicht mehr! Das Geld hat sich Blizzard ordentlich schmecken lassen. Ein paar Sachen wurden dann über die nächsten Monate gefixt, damit die Leute aufhören zu nerven. Und dann ging es weiter zum nächsten Projekt. Wir schreiben mittlerweile 2021. Blizzard hat immer noch kein neues Spiel rausgebracht. Dafür kommt etwas ans Licht, was der Firma den absoluten Gnadenstoß verpassen sollte. Blizzard Entertainment wird vom Bundesstaat Kaliforniens angeklagt wegen sexueller Belästigung auf dem Arbeitsplatz. Ladies and gentlemen, we need to talk about Activision Blizzard. Over the way, a new sexual harassment lawsuit claims the company has treated women for years. I think at this point it's safe to say Activision Blizzard is the most evil video game company ever.
Das Ganze hat unfassbar schnell Schlagzeilen gemacht. Und plötzlich meldeten sich Ex-Angestellte, anonyme Mitarbeiter und andere Instanzen zu Wort, bis am Ende über 500 Beschwerden zusammenkamen. Und so merkte man, dass diese sexuelle Belästigung nur die Spitze des Eisbergs war. Laut der 29-seitigen Klage spielen männliche Angestellte während der Arbeitszeit primär irgendwelche Videospiele, meistens Call of Duty. Which one of you motherfuckers called my mom gay? Die Arbeit wird dafür an die Frauen delegiert und überall im Büro steht Alkohol rum, was dazu führt, dass sich viele Mitarbeiter den ganzen Tag über besaufen. Was im Nachhinein auch so einige Spielpatches erklärt. Es gab regelmäßig eine Art Büro-Event. Oh Mann, ey, Digga, der Clip ist ja auch schon wieder so krass. Erklärt. Es gab geil. Regelmäßig eine Art Büro-Event namens Cube Crawl, bei dem sich Männergruppen an einem bestimmten Wochentag gemeinsam im Büro betranken und dann durch das Gebäude liefen, um Frauen auf verschiedenste Weise zu belästigen und einfach nur Unsinn zu bauen. Während mein fucking Pferd in Diablo seit Wochen immer noch buggy ist. Was zum Teufel treibt ihr auf der Arbeit? Sir, Sie haben den Job. Außerdem wurden zahlreiche Lines auf der Mitarbeitertoilette gezogen. Frauen bekamen aus Prinzip weniger Geld, obwohl sie doppelt so viel leisteten, einfach weil sie Frauen sind. Und Angestellte wurden regelmäßig mit Flaschen beworfen. Frauen haben keine Gehaltserhöhungen bekommen, weil sie ja vielleicht irgendwann schwanger werden könnten. Und es wurden heimlich Kameras auf der Dame. Digga, es tut mir leid, das ist ein ernstes Thema. Aber wie ehrenlos ist der fucking Clip von Sims. Kommen, weil sie ja vielleicht irgendwann schwanger werden könnten und ich will nicht mehr existieren! Frauen haben keine Gehaltserhöhungen bekommen, weil sie ja vielleicht irgendwann schwanger werden könnten und es wurden heimlich Kameras auf der Damentoilette installiert. Was zum Fick? Lasst mich kacken. Digga, ist das krank, Digga. Oh nee! Oh Gott. Manche Mitarbeiter haben so wenig Lohn bekommen, dass sie ganze Mahlzeiten überspringen mussten, um ihre Miete zu bezahlen. Woher wusstest du, dass ich bei Blizzard arbeite? Vergesst nicht, Bobby Kotick macht 40 Millionen im Jahr. Konnten sich nur Haferflocken zum Essen leisten. Du willst als Frau Urlaub nehmen, du musst ein einseitiges Essay darüber schreiben, wie du deine Zeit im Urlaub nutzen wirst. Blizzard, are you serious? Must be a dream to work at. Ob du bei Blizzard angestellt wirst, ist auch davon abhängig, ob du gut aussiehst oder nicht. Es gab ein Apartment von Blizzard-Mitarbeitern mit dem Namen Cosby Suite, benannt nach dem verurteilten Vergewaltiger Bill Cosby, in der sich regelmäßig Mitarbeiter versammelten, um dort besoffen Partys zu feiern und Koks zu nehmen. Kokaina. Die sogenannten Hot Chicks wurden davor für das Zimmer. Also unabhängig von dem sehr ernsten Thema, Digga, ich weiß nicht, aus welchen tiefen Höllen Jules diese fucking Clips ausgegraben hat. Es ist ja wirklich unerträglich geil. Rekrutiert. Meistens waren das Frauen von der BlizzCon, die Fan von den Spielen oder Entwicklern waren. Komm mit ins Hotel und ich gebe dir 20 Lootboxen, Baby. Welche dann dort abgefüllt worden sind und dann, naja, ihr wisst schon, Mensch, ärgerlich nicht gespielt haben. Von einer Mitarbeiterin wurden Nacktfotos auf einer Firmenveranstaltung rumgereicht. Sie ist dann nach Hause gefahren und hat sich umgebracht. Ein Monster! Du bist wie Hitler, aber der hat sich wenigstens für Deutschland interessiert. Es gab mehrfach Fälle, bei denen ein unbekannter Angestellter die abgefüllten Muttermilchflaschen von Mitarbeiterinnen aus dem Kühlschrank klaute. Auch genannt der Muttermilchdieb. What the fuck? It's so ridiculous. This is disgusting. Goo goo gaga, I want the titty milk. Fortune fand die Story genauso krank wie alle anderen auch und hat sich CIA-mäßig sofort auf die Suche gemacht, um den Muttermilchdieb zu finden. Als wäre das ein Internet-Sidequest mit dem Namen Findet den Milchbanditen. Nur um dann herauszufinden, dass das Ganze selber ein Fortune-User war, der das vor Jahren schon einmal auf der Plattform postete. Drink it before your workout for maximum gains. Dann kam raus, dass wichtige Dokumente, die von Kalifornien für die Untersuchung angefordert wurden, absichtlich geschreddert wurden. That'll solve everything!
dann kam noch raus, dass Bobby Kotick von diesen ganzen Sachen wusste, es ihm aber offensichtlich egal war. Doch als er merkte, dass die Leute ziemlich sauer waren, meldete er sich höchstpersönlich mit einem Statement zu Wort. I want to talk with you today about our future and reiterate my conviction to create the most welcoming and inclusive workplace. I am so confident we will get there. Welcoming, inclusive workplace, welcoming and inclusive workplace. Welcoming and inclusive workplace. I am truly grateful. Er ist echt ein Psychopath. Außerdem hat er daraufhin eine Frau eingestellt, die ab jetzt für eine gesündere Arbeitsatmosphäre im Büro sorgen sollte. Eine Frau, die seit Jahren dafür bekannt ist, Kriegsverbrechen und Foltermethoden zu glorifizieren. Ja, wer könnte nur besser geeignet sein? Just a regular day in the Blizzard Entertainment Office. Streamer haben daraufhin aufgehört, Blizzard-Spiele zu streamen. Spieler veranstalteten digitale Protestaktionen und deinstallierten die Spiele erneut und auch vor dem Büro. Sammelten sich Mitarbeiter erneut und protestierten gegen die herrschende Arbeitsethik bei Blizzard. Working at Blizzard was my dream job. Invited to have casual sex with my supervisors. I was told they were just joking. And I should get over it. We don't need more corporate blah blah blah. Außerdem entstand die wunderbare Schlagzeile Activision Blizzard ermittelt Activision Blizzard und fand heraus, dass Activision Blizzard absolut nichts falsch gemacht hat. Most of what you've read in the news media is just a mischaracterization. Und um die Spieler wieder ruhig zu stellen, wurde ein In-Game-NPC, der nach einem Mitarbeiter benannt wurde, zu einer Frau gemacht. Der Name vom Cowboy McCree wurde geändert. Name's McCree. Okay, I guess they changed it again. Es gab das gewohnte Entschuldigungsstatement. Whoa, this is worthless. Welcoming and inclusive workplace. Und sexuell suggestiver In-Game-Content wurde zu Obst verwandelt. Jack, ich möchte, dass du mich so zeichnest wie die Mädchen in World of Warcraft. Hello Blizzard, I think you forgot something. Und ein paar Monate später verzeichnete Blizzard dann trotzdem wunderbare Zahlen. Keiner redete mehr über den Skandal und so feuerte Bobby Kotick erstmal aus dem Nichts ein paar Mitarbeiter, um die Ausgaben der Firma zu reduzieren, welche dafür als Entschädigung eine $200 Battle.net Giftcard in die Hand gedrückt bekam. Oh Gott, ich bin... Digga, also, das kann einfach nicht wahr sein. Also, das ist ja wirklich... Ich bin arbeitslos. Dafür habe ich jetzt eine Schildkröte. Ein Jahr später gab es dann noch eine Anklage gegen... Wahnsinn. Blizzard, die zeigte, dass sich offensichtlich kaum was geändert hat. Man würde aber jetzt ein Mitarbeiter-Ranglistensystem führen, was wohl so viel heißt wie: Oh, du hast seit 3 Tagen keine Frau belästigt. Du kriegst ein gut gemacht Sternchen und vergiss nicht, bei 5 Stück kriegst du ein Sandwich umsonst. $100 have been deposited into your account. Und dann wurde angekündigt, dass man nach der ganzen Kritik der Spieler jetzt endlich für mehr Diversität in den Spielen sorgen möchte. Und das mithilfe eines Diversity-Tools, welches verschiedene Charaktere aus Blizzard-Spielen anhand bestimmter Eigenschaften katalogisiert und somit als unterschiedlich divers einstufen kann. And this is Lucio. He is a DJ living in Brazil. Da habe ich, by the way, Chat, das müssen wir irgendwann im Stream auch noch schauen, mit dieser Diversität, was natürlich bis zu einem gewissen Punkt auch sehr wichtig ist, ne? Weil auch eine dicke schwarze Frau kann mal die Superheldin sein, als Beispiel, ne? Das ist eigentlich auch, wenn man hinter den Tellerrand schaut, ein riesiger Scam, weil die Firmen machen das nicht für die Diversität, sondern die machen das, um an unfassbar riesige Force zu kommen, also an Gelder, an Subventionen von den Ländern, wo sie dann diese Sachen einbauen. Also kriegen sie Geld dafür, dass sie es einbauen und deshalb bauen sie es ein. Nicht, weil ihnen das so wichtig ist. Es ist quasi, ja, einer hat es vor euch geschrieben, es ist quasi eigentlich Heucheln. So he is a little bit out from the norm. Anna als Beispiel kriegt Punkte dafür, auf einem Auge blind zu sein, aus Ägypten zu kommen und anscheinend einfach, weil sie eine Frau ist. Und als das Schlagzeilen gemacht hat, stellten sich einige Spieler ein paar Fragen. Finally, a ranking system that Goku can't win. Wie zum Teufel soll man bitte Bastion einordnen? Es ist ein gottverdammter Roboter. Ist das divers?
I'm gay. Oder Winston, es ist ein Affe mit Sichtschwäche und somit wahrscheinlich sehr divers. Dieser Ork hier hat zwei Köpfe. Wow, das gibt 10 Diversitätspunkte. Wie divers ist mein Level 20 Panda im Mario-Kostüm? Super Mario! Okay, hier wird es ein wenig schwerer. Den überspringen wir vielleicht einmal. Oh, ein Zitteraal, der kriegt 10 Punkte für Kultur und 10 Punkte für Gender-Identität. How the fuck did this get through PR? Nun, neben den ganzen Memes und Jokes, die daraus resultierten, kann man sich hier eine essentiell wichtige Frage stellen. Ist es nicht etwas problematisch, alle Charaktere nach Hautfarbe, Rasse, Sexualität und Herkunft jeweils schlechter und besser einzuordnen und sie miteinander zu vergleichen und zu bestimmen, wer von ihnen der bessere Mensch ist? Fuck casual racism, we're going ranked. I don't care what you think. Make a game and shut the fuck up. Und dann kam 2022 und nach zahlreichen Jahren kam endlich wieder ein neues Spiel unter Blizzard Entertainment raus. Ein Titel, welcher vor 4 Jahren bereits angekündigt wurde. Machen wir einen kurzen Timeskip zu 2018. Oh nein! Das war ja... Jetzt kommt Diablo Immortal. Die diesjährige... Oh, bitte. Ihr BlizzCon wird eröffnet und zahlreiche Gamer versammeln sich vor der Bühne, um die Ankündigung des neuen Blizzard-Titels zu hören. An epic year, dude. Yeah, so many people just waiting outside. This is it, they were waiting all year for this moment. Yeah. Die Ankündigung so exklusiv, dass man 40 Euro zahlen muss, um den kompletten Livestream online schauen zu können. Is Reaper Mexican? Und dann war es soweit. Die Vorhänge fallen für den neuen großen Blizzard-Titel. BlizzCon! We love Diablo! You guys don't have phone? Oh mein Gott, der Chat rastet aus. Es ist endlich Diablo 4. I was here, Pog. What's wrong with his hair? Doch plötzlich fallen die Worte. Mobile devices keep us closer than Nein, ever to our friends and loved ones. Und auf einmal bestand der Chat nur noch aus langgezogenen und enttäuschenden No's. Nothing brings a family together like slaying demons. Mission failed. Die Fragerunde startet, ein paar sinnlose Fragen später und ein Mann mit einem roten Shirt bewegt sich zum Mikrofon. Der Chat wusste genau, was jetzt kommt. Plötzlich erscheint eine Bossleiste über seinem Haupt. Bossmusik fängt an zu spielen. Der Mann auf der Bühne, deutlich underlevelt. Hey, wondering, is this an out-of-season April Fool's joke? No, it's a fully... fully-fledged Diablo experience on mobile. Die Tradition führte sich fort. Die drei Typen in roten Shirts waren komplett. Red Shirt Guy. Red Shirt Guy. The actual Red Shirt Guy. Red Shirt Guy. Is there any plans to make this playable on PC? We don't have any plans at the moment to do PC. Do you guys not have phones? Yeah, you guys all have phones. Don't you guys have phones? Yeah, I got a butthole too! That doesn't mean I want you to have sex with it! I think... Yes, er hat recht, Bruder, er hat recht. Thank you. Die Leute waren offensichtlich empört über diese Ankündigung, denn allen war klar, es wird ein halbherziges Free-to-Play, Pay-to-Win-Mobile-Game, um den chinesischen Trend der Live-Service-Handyspiele nachzurennen und einfach nur ein bisschen Geld abzugreifen. Doch der Shitstorm hat sich schnell beruhigt, denn es kam kurze Zeit danach Fallout 76 raus. Und das war nochmal ein anderes Kaliber. Well, I got so mad, I shaved everything off my face. Zurück zu 2022 und das Spiel kam raus, mitsamt zwei absolut gut ankommenden Spieltrailern. Hey Blizzard, delete this. Hey Blizzard, delete this. Hey Blizzard, delete this. Hey Blizzard, delete this. Hey Blizzard. Привет, Blizzard, удалите это градусов градусов. And this is my reaction on Diablo Immortal. Сука, бля. Und neben der eh schon herrschenden Unzufriedenheit mit Blizzard wurde all dieser Frust ausgelassen mit einem riesigen Review-Bombing auf Metacritic. How the mighty have fallen. Blizzard used to make some of the greatest games of all time. And now it targets children for microtransaction gambling. Fuck you. Das schlechteste Spiel aller Zeiten mit einer Wertung von starken 0.3. I work in... Boah,
ich wusste, hab das gar nicht mitbekommen, dass das so gereviewbombt wurde. Aller Zeiten mit einer Wertung von starken 0. I work in mobile esports. People are wrong, lol. Mobile esports. Es gibt 21 verschiedene Währungen in diesem Spiel, für die man fast alle Geld ausgeben kann. Um deinen Charakter komplett zu upgraden, müsstest du $110,000 ausgeben. Oder du musst einfach... Wenn du Glück hast, ich glaube, wenn das Loot Luck, also du gibst Geld aus und hast trotzdem eine gewisse Chance auf gewisse Aktivitäten. Und ich habe gehört, Leute haben sich ausgerechnet, wenn das Glück nicht auf deiner Seite ist, kann es bis zu 250.000 Euro kosten. Und da fragt ihr euch, warum nicht jeder Millionär ist. Ja, Digga, Videospiele sind teuer geworden, Bruder. Erstmal eine Viertelmille in irgendeinen scheiß Account pumpen. Ja, heiler Bimmerbummel, welche scheiß NPCs machen das? Ihr verdammten Nuttensöhne, ich werde euch finden und jagen. Nur 10 komplette Jahre am Stück Diablo Immortal spielen. Hey, Schnurrbart! Du bist fällig! Ich geh grinden, überlevel mich bis Ultimo, hol mir ein fettes Feuerschwert und dann bist du fällig! Das ist dein Loot, wenn du Diablo Immortal Free-to-Play spielst. Das ist dein Loot, wenn du Geld in Diablo Immortal ausgibst. Wow! 2 Legendaries, 3, what the 4? It's $10 to make a clan? What? Hey Leute, willkommen zu meinem Let's... 10 Euro für einen Clan? Das finde ich ein faires Angebot. Hey Leute, willkommen zu meinem Diablo Immortal... Diablo Immortal. Diablo Immortal. Diablo Immortal. Wow, das Spiel ist wirklich immersiv. Es fühlt sich nämlich an, als wäre ich wirklich in der Hölle. 800% extra value? I'd be losing money if I didn't buy this. Dass man die besten Emblem im Spiel bekommt, hat eine Chance von 0,045%. Es gibt ganze Seiten, auf denen man simulieren kann, wie viel Geld man verlieren würde, bis man so ein Emblem ergambelt kriegt. Delete your accounts. Fuck this trash. Fuck this dog shit game. Man könnte jetzt auch meinen, dass... Er hat aber so viel Geld reingehauen. Der gute alte Quinn, den folge ich schon seit den guten alten Diablo 3 Zeiten, auch Legende. Delete your accounts. Fuck this trash. Fuck this dog shit game. Man könnte jetzt auch meinen, das Spiel sei total gefloppt. Alle haben es gehasst. Die Entwickler wurden noch vor Release live ausgebucht und sogar die Aktie hatte keinen Bock auf das Spiel. Insgesamt wäre es also ein totaler Verlust für Blizzard. Doch Diablo Immortal hat bereits nach 2 Monaten $100 Millionen gemacht. Und im ersten Jahr 525 Millionen und ist somit nach Pokémon Go das am besten verkaufte Mobile Game auf dem Markt. Okay, wie kann das sein? Deshalb, Chat. Egal was wir tun, für jeden Account, den wir deinstallieren, für jede Review, die wir schreiben, gibt's auf der Welt irgendwo 2 oder sogar 3 und gnade euch Gott 4 oder 5 NPCs, die Scheiße trotzdem kaufen. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Die Schlacht ist verloren, Chat. Die Schlacht ist verloren. It's over. Diablo Immortal is 10 times worse than Genshin Impact. Jeder Entwickler, der Mikrotransaktionen anbietet, unterteilt alle Spieler in verschiedene Seetiere. Ja, wirklich. Die große Anzahl der Spieler sind Fische. Diese geben nichts oder maximal 5 Euro aus. Ich kann ihr Geld nicht annehmen. Ein Fünfer auf süß. Mr. Krabs, das Gaming ist doch meine Leidenschaft. Dann gibt es Delfine, die sich ab und zu mal was spielen können oder vielleicht um die 50 Euro im Monat ausgeben. Und dann gibt es mit ca. 1-2% der Spieler die Haupteinnahmequelle der Entwickler, die Wale. Ein männlicher Buckelwal. Ein Sänger. Hä? Hast du etwa noch nicht einen Tag nach Release alle Skins in diesem Spiel freigeschaltet? Nein, ich bin gar nicht viel stärker als ein normaler Free-to-Play-Spieler. Geil! Sehr geiler Beispielclip! Stärker als ein normaler Free-to-Play-Spieler. Geil! Das hier ist ein Wal, der mit seinem Pay-to-Win-Charakter alle Leute im PvP killt. Das ist eigentlich wie Hacken. Weil bei Hacken bezahlt man auch Geld, damit man unbesiegbar ist. Und das ist im Endeffekt die schlechtere Version von Hacken, weil du machst es legal, aber
bezahlst viel mehr und tötest dann alle Leute. Und der Einzige, der da Spaß hat, bist du. Und alle anderen, ja, schauen in die Röhre. Humpback Whales. I love BBB. Man, I've done things in life that make me feel really stupid, but after seeing this, I'm perfectly fine. Doch hier ist es auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass die meisten Wale nicht einfach nur komplett dumm sind, sondern teilweise auch extrem spielsüchtig. Und Blizzard nutzt... Und der, wo kommt denn jetzt die fucking Gamble-Oma her? Bruder, ich habe schon so viele Videos in die Richtung gesehen, aber es gibt so unfassbar viele geile neue sondern Clips teilweise darin. Auch extrem spielsüchtig. Und Blizzard nutzt das Ganze natürlich schamlos aus. Und es gibt ellenlange Videos über die psychologischen Vorgänge, um die großen Wale zu fangen. The Goblin going with his clocks, TikTok. I'll take it away from you, I'll take it away. Der Typ ist auch... Also, Bruder, da muss ich mich so zusammenreißen, sonst fliege ich hier in den Urlaub. So, ach, Dick, so schade. Die machen doch auch so viel Geld. Oh, ist der... Die Welt ist so ein Riesenhaufen Scheiße. Way from you, brilliant way to get more. Ein Wal hat sogar so viel Geld ausgegeben, dass er zu stark war, um überhaupt in das PvP-Matchmaking zu kommen und somit nicht mehr gegen andere Menschen antreten konnte. How many hours I've tried to queue for a battleground? I would say it's probably around 48 to 72 hours. Alleine auf dem einsamen Thron als Gewinner in einem Pay-to-Win-Game. Deutsche behaupten, sie hassen Diablo Immortal, geben mehr Geld dafür aus als Briten, Franzosen und Spanier zusammen. Okay Leute, wer von euch war da? Doch allen war klar, der kommende Release von Overwatch 2 sollte das alte nostalgische Blizzard wieder zum Leben erwecken. Ha! Gentlemen! Für eine kurze Zeit. Nun ist die Hoffnung wieder unter! Alles fing an mit der großen Gänsehaut-Trailer-Ankündigung auf der BlizzCon 2019 und oh mein Gott, Jeff Kaplan ist dabei. But I really need to see what Overwatch has to offer, don't you? Overwatch 2. It begins. Los, Tracer, sag deinen Satz. Die Kavallerie ist da! Aus London? Yes! Did you like it? Did you enjoy? Ja, Jeff, we fucking like it. Story-Mission, und zwar hunderte. A ton of PvE content. We will have a complete story experience. Overwatch. Na klar. 2 wird die PvE-Kampagne, auf die Spieler schon seit Jahren gewartet haben. Ein ganzer Map-Trailer, neue epische, coole Charaktere. We're gonna have so much fun. It is gonna be so awesome. Release Date Reveal Trailer. Oh, okay. Jeffs Corner Pizza Laden. Man kann die Fähigkeiten seiner Charaktere anpassen. 4 Jahre Entwicklungszeit für diesen Titel. We define what a sequel means. Und dann erschien das lang ersehnte Overwatch 2. Und zahlreiche Spieler lockten sich in das Spiel ein, beziehungsweise versuchten sie es. Denn die nächsten Tage nach dem Release waren die Serverüberlastungen so groß, dass sich Leute gar nicht mehr einloggen konnten oder für Ewigkeiten in der Warteschlange feststeckten. Are you fucking kidding me? 50,000 now! You could watch the full Lord of the Rings trilogy from start to finish. Your motherfucking server is down. Get that shit back up. We trying to play. Please fix this bug. I was kicked out of Queue Simulator and got to a weird menu. Hattest du auch gerade ein Déjà-vu? Air 37! One time is funny, two times is fucking annoying, no? Solltest du es irgendwie durch die stundenlange Warteschlange schaffen, hast du in den meisten Fällen aber trotzdem eine Fehlermeldung bekommen. Hold up. Oh, okay. Wow! Bruder, ist der Typ auch wieder am Ausrasten. Schaut euch das an, ich liebe aber diese Scheiße. Aber trotzdem eine Fehlermeldung bekommen. Für einen Reddit-User war die Warteschlange so lange, dass er in der Zwischenzeit rausgegangen ist und einen neuen Freund in einer Bar gefunden hat. Es ist ein Reddit-User. Thanks Overwatch 2 for giving me the opportunity to meet Kevin. Und als die Warteschlangen wieder kürzer wurden, lockten sich die Spieler ein, in den einer Art Hölle gleichenden Release von Spiel. Monsieur, does this mean
Overwatch is back? No. Warum bin ich in der Wand? Warum falle ich durch die Map? Ich werde im Spawn eingesperrt. I can't get out! What the fuck? Error LC208. Was ist falsch mit meinen Charakteren? Wow, nice cop, Genji. Bastion kann seine Ultimate unendlich oft einsetzen. What the fuck? What the fuck? What is I hate this game! Man kann mit einer Fähigkeit den ganzen Server crashen. Brigitte hat einen unzerstörbaren Schild. What? Wait, what? Unendlich viele Laserbullets. Animal Bullets! Animal Bullets! Also la Bisa, baby! Ist das ein Riesenhaufen Trash? Unsichtbare Gegner. What a great fucking game! Warum brauche ich ein registriertes Handy, um Overwatch 2 spielen zu können? Overwatch 2 requires mandatory cock inspection. Warum habe ich minus Overwatch Coins? You owe Blizzard money. Das ist ja wohl eine Oberfrechheit! Ein Bug, wo du einfach ein Minus hast. Warum habe ich minus Overwatch? Eigentlich funktioniert ja immer wenigstens der Shop, ne? Aber das habe ich ja noch nie gesehen. Einfach Minus, stell dir vor, du kaufst da was, willst dich im Shop rein, geht in die Olga und du hast einfach 2643 Minus Overwatch Credits auf Lock. Overwatch Coins. You owe Blizzard money. Mein ganzer Bildschirm ist zensiert oder mein Charakter hat einfach nur keine Brille auf. Es gibt einen Bug, bei dem alle Overwatch-Charaktere eine Glatze haben. Und glatzköpfige Spieler scheinen diesen Bug zu lieben. Overwatch 2 nimmt aus Sicherheitsgründen den kompletten Voice-Chat der Spieler mit auf. Nur noch 35 GB anhören, dann hab ich endlich Feierabend. Warum brauche ich 100 Matches, um die neuen Charaktere freizuschalten? Aber warte, ich muss mir einfach nur den Battle Pass kaufen. Ein Battle Pass, mit dem man sich keinen einzigen Coin zurückverdienen kann. Scam. Oh, a scam. S-C-A-M. Wie bitte? Ihr findet das unfair? Sorry, ich kann euch nicht hören. Ich habe Geld im Ohr. That's why I give my kids Overwatch 2. Warum muss ich 8 Monate... Ja, Digga, wo sagt der Typ sich diese Clips denn her? Ich kann nicht mehr, wo kommen die her? Ich hab doch schon alles gesehen. Digga, da zieht sich die aus dem Scheiß-Kanal. Warum muss ich 8 Monate lang Weekly Challenges machen, um einen einzigen Skin zu kaufen? Warum sind alle neuen legendären Skins eigentlich nur normale Skins mit ein paar ausgetauschten Farben? Our expectations for you 19 nur Euro. Normale Skins mit. Das kann Call of Duty, was ja dieselbe Firma ist, auch gut. Da gibt's dann auch die ein oder andere Knarre, die richtig shit aussieht, für einen günstigen 20. Mit ein paar ausgetauschten Farben. Our expectations for you were low, but holy fuck. Warum muss ich 12.000 Dollar ausgeben, um die alten Cosmetics freizuschalten? Und wenn ich alle Cosmetics freischalten möchte, brauche ich glatte 327 Jahre. Dann bin ich aber leider schon tot. I'm not going to live 327 years. Does anyone have any ideas on how to extend their lifespan? Hier meine Login da. Bitte spiel für mich weiter, Sohnemann. Warum kauft ein random Bug im Spiel automatisch Skins aus dem Shop für mich? What the fuck? Warum ist das derselbe Preis wie gestern, nur mit einem plötzlichen Rabatt daneben? Das ist in den meisten Ländern nicht einmal legal. Ja, ja. Das neue Geldsystem ist so unfassbar undankbar, dass sich Leute tatsächlich die Lootboxen wieder zurückwünschen. You could buy this weapon charm in the form of a keychain for $5, while it costs $7 in game. Nun, versteht mich nicht falsch, es kamen natürlich auch ein paar gute Sachen dazu und das Spiel kann auch Spaß machen, aber für 4 Jahre Entwicklungszeit haben die Leute vielleicht ein... Re-Rap für mich? Ich hatte ja mehrere Kooperationen auch mit dem Game. Für mich war das geil, weil ich Overwatch 1 nicht gespielt habe und ich konnte es 2 ja dann spielen. Aber eigentlich ist es 2 ja nur die Free-Version mit weniger Maps und weniger Charakteren als das Hauptspiel und Free-to-Play halt, ne? Und Battle Pass, ja.
wenig Spaß gemacht hat es trotzdem. Mein neues Restaurant ist, trägt den Namen Krosse Krabbe 2. Was hat sie dazu inspiriert, eine zweite zu bauen? Moneten. Aber hey, kein Problem. Es gibt ja Monetis! Noch Margaritis. Die Kampagne groß angepriesen. Zahlreiche Missionen, die man mit seinen Freunden meistern muss. Hundreds of Hero Missions. Die Overwatch-Charaktere, die man skillen kann. Und die ganzen coolen Sachen, die man halt soeben in den Trailern gesehen hat. Also, wie sieht's damit aus? We can't deliver on that original vision for PvE that was shown in 2019. What that means is that we won't be delivering that dedicated hero mode with talent trees, that long-term power progression. Those things just aren't in our plans anymore. And we know that this is going to be disappointing to many of you, which is why we wanted to bring it up before we talked about the roadmap. Ja, ihr hört richtig. Die Overwatch 2 Kampagne wurde gecancelt. I'm done with Overwatch, guys. I can't play this game anymore. Welcome to the everyday experience of being an Overwatch 2 fan. See that the user score is starting to suffer further. Somebody needs to be held accountable. You promise something, so you deliver it. That's all you have to do. Overwatch 2 is dead. Where is all the time spent then? Look. Nun, wenn es die Kampagne nicht... Time spent then. Nun, wenn es die Kampagne nicht mehr... Digga, hattet ihr einen Hängen, Digga! Gibt, was hat Blizzard in 4 Jahren Entwicklung dann bitteschön gemacht? Copy. Paste. Aber hey, wir müssen ein wenig nachsichtig mit Blizzard sein. Immerhin ist das ein kleines Indie-Studio mit gerade mal 20 Mitarbeitern und wenig finanzieller Unterstützung. Don't you guys have computers to make new stuff for Overwatch? Also, es gibt nach 4 Jahren jetzt einen unerwünschten Battle Pass, 3 neue Charaktere, ein paar generelle Spieländerungen, ein paar neue Skins und neue Maps, wobei die meisten neuen Maps einfach nur alte Maps mit anderen Tageszeiten sind. Overwatch 2 takes place 6 hours after Overwatch 1. Und es ist jetzt umsonst. Natürlich, damit Leute Geld dafür ausgeben. Well, there's no game here. What happened? Did the programmers pass out? Ah, und sie haben Divas Arsch größer gemacht. Ich nehme alles zurück. Metakritik 10 von 10. Der ganze Hype. Die ganze... Jetzt ohne Witz? Zum Vorbestellerpaket. Vielleicht war sie in den 4 Jahren im Gym. Vielleicht hat sie einfach das Gym gehittet. All das, um dann einfach anzukündigen, dass man den PvE-Modus wieder streichen würde. Und jetzt eigentlich nur dasselbe Spiel wieder vorübrig bleibt. We're creating something like Overwatch, but with more battle pass shit. Später wurde Overwatch 2 auch als erstes Blizzard-Spiel auf Steam veröffentlicht. Und eigentlich ist sowas ein historischer Tag für die Spielindustrie. Doch jahrelange Frustration, jahrelange falsche Versprechen von Blizzard und die letztendliche Veröffentlichung eines Spiels, was eigentlich nur ein Update ist, resultierte in dem wohl größten Review-Bombing, welches ein Spiel jemals auf Steam erleben durfte. Welcome to Steam Blizzard. Here are all the honest reviews. Overwatch 2 wurde innerhalb der ersten Tage zum schlecht bewertetsten Spiel auf ganz Steam. Und oh mein Gott, waren die Leute sauer. The people who make Overwatch work harder than the people who make Overwatch PvE. Please add sex. I hope Bobby Kotick dies in excruciating Jesus Christ. Pros, you can play as a monkey. Monkey life is good life. Oh my god, it's a link to Team Fortress 2. Off to visit your mother. No. Review of the century. I don't know which Blizzard cheats worse, it's players or it's female employees. Yo. Overwatch may be free to play now, but it's also free to uninstall. Porn. Yo, what? I have seen more porn than actual gameplay. I'm doing my part. Sex with Doomfist would be so cool. Hello, Winston. Urkel. Downloaded the game. Write a bad review, uninstall the game. Mit einem Ultra-Low-Player-Account und einem Steam-Review-Bereich, der einem Schlachtbild glich, antwortete Blizzard mit der einzig vernünftigen Lösung. Die Charaktere Pharah und Baptiste sind jetzt gay und stolze Member von LGBTQ und Mercy kriegt einen freizügigen Skin. Do you think Blizzard has these skins lying around just in case they get into a new controversy? Is that how you're gonna respond? By making Winston gay?
Team Fortress-Spieler haben das Review-Bombing auf Steam gesehen und sich neben einer rasant ansteigenden Spielerzahl auf ihr jahrealtes, updateloses, immer noch extrem beliebtes Spiel sehr schadenfreudig über Overwatch-Spieler lustig gemacht. Suddenly 6 years without an update doesn't seem like the worst thing. Ah ja, und neben einem John Cena-Trailer zur Wiedergutmachung, ich kann ihn nicht sehen, gab es natürlich dann das generische Es tut uns so leid. Wir können die Zeit leider nicht zurückdrehen. Statement. Wow, that's a lot of words. Digga, kommt noch was über COD? Da haben die auch was verbrochen. Too bad I'm not reading them. Und dann kündigte man an, dass man über die nächsten Monate Stück für Stück Content hinzufügen möchte. Juhu. Danke Blizzard, dass wir eure Beta spielen dürfen. With the singular goal of ensuring we let you down. Und so landen wir beim Ja, COD ist nicht Blizzard, aber das heißt ja Activision Blizzard Chat. Gehören ja zusammen, die Firmen. Im Titel von Blizzard. Diablo 4. Nun, das Spiel hat die Leute gehypt, als es angekündigt wurde. Dennoch war die Glaubwürdigkeit von Blizzard ein wenig weg. He did the same joke about 3 times already. I don't think it's funny anymore. Diesmal gab es für den Hype eine Werbung von Megan Fox mit Ausschnitt, um die ganzen Gamer abzuholen. If there's one thing I love, it's Vanille, Schoko, Vanille. Die Paula ist eine Eine vielversprechende Ankündigung auf der BlizzCon. Also Re-Rap Lilith. Auch so. Wow. Ja, oh. Ja. Und dann kam das Spiel raus. Und es ist definitiv kein schlechtes Spiel. Es ist einfach nur sehr trocken und seelenlos. Watch out behind you. Ah, it's me. Es hat hier und da seinen gewissen Charme, doch merken alle Spieler, dass es bei dem Titel nicht mehr um das schöne Diablo-Feeling von damals geht. Und das macht sich auch bemerkbar. Ich muss sagen, ich hatte mit dem Spiel schon Spaß, aber es hat mich irgendwie nicht so gecatcht wie Diablo 3. Diablo 3 habe ich zu so vielen Seasons wieder angeworfen und auch dieses Ende mit Level 100. Und mir persönlich hat auch für einen Grinder der Endgame-Content gefehlt. Immer wieder dieselben Albtraum-Dungeons mit diesen verdammten Nuttenrätseln. Hol den Schlüssel hier, töte alle Gegner auf der Ebene da. Digga, ich glaube, ich bin bei 93, habe ich das Handtuch geworfen. Einfach, weil es mich einfach geödet hat. The shop is trying to show you things that you want to buy. Battle pass. Oh, a battle pass. Nice, because no game can go without making a battle pass now. Es kam Wochen nach dem Release ein Patch, welcher als der schlechteste Gaming-Patch aller Zeiten betitelt wird. Number one, everything is worse. Number two, everything is harder. Number three, everything you were doing, now you have to work harder to do it again. Number four, fixed multiple issues where players were having fun. Fixed multiple issues where players were excited, reduced player base by 70%. What the hell has happened to Blizzard? Und der Glitch wurde... Ja, das mit dieser Patch war wirklich not the yellow from that egg. Aber wahrscheinlich mussten sie jetzt alles reduzieren, weil in den nächsten Seasons wird ja immer alles erhöht. XP hier, Damage da. Und man wäre wahrscheinlich zu schnell zu OP. So wie man bei Diablo 3 irgendwann einfach... Ja, nach 2 Stunden spielen schon das so Pferd die ganze Zeit vor sich hin leckt, wurde immer noch nicht behoben. Bitte Blizzard, tut etwas. Nachdem Leute sich das Spiel geholt hatten, Blizzard mit neuen Rekordzahlen ordentlich abcashen konnte. We just launched Diablo 4, which is the most successful launch we've had of a Blizzard title ever. Hörten die meisten relativ schnell wieder auf zu spielen und Diablo 4 ist heute so gut wie tot. Und das in Rekordzeit. Business is good. Und so sind wir in der Gegenwart angekommen. Doch nein, die Story hört hier noch nicht ganz auf. Denn nicht nur die Spieler sind ganz schön angepisst von Blizzard, sondern auch Tencent. Im Januar 23 wurden die Server in China für alle Blizzard-Spiele geschlossen. The end of an era, everybody. If you're a WoW player over in China, you just got fucked, man. Ouch. That's not a joke. Da man sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte und Blizzard zu viel Geld verlangen würde. Bobby Kotick is kind of a piece of shit, so
Für die jahrelangen WoW-Spieler aus China war das natürlich eine schreckliche Nachricht. Spieler gingen teilweise in Tränen auf und schlossen mit einer riesigen Abschlusszeremonie mit dem Spiel ab. Like imagine losing your account that you spent 10 years on. That's horrible. Und so sind auch die Steam-Reviews von Overwatch 2 primär in Chinesisch geschrieben. Weil Gamer in Asien auf irgendeine Weise ihren Frust rauslassen wollen. Barbie Kotick, deine Mutter ist tot. All das ganze Bücken für China, das Verbiegen und Ruinieren für das große Geld, sorgte trotz allem am Ende dafür, dass Blizzard heute ganz alleine dasteht. Ohne Fans und ohne chinesische Investoren. Die chinesische Firma NetEase ist sogar so sauer auf Blizzard, dass nicht nur das komplette Gebäude aufgegeben wurde, sondern man auch aus Wut einen 30.000 Zuschauer Livestream präsentierte, in dem NetEase Mitarbeiter die riesige Ork-Statue vor dem Gebäude mit Äxten niederschmetterten. Now I understand. Oh my God. Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Das geliebte Blizzard Entertainment war mal mit Abstand der großartigste Spieleentwickler aller Zeiten und ist heute nur noch ein sinkendes Schiff. Es geht schon lange nicht mehr darum, gute Spiele zu entwickeln. Und das merken auch die Entwickler selber, die schon seit Jahren Teil der Firma sind und springen Stück für Stück vom Schlachtschiff Blizzard runter. Bad news today. Blizzard is having a big problem as of recently with losing employees. Es gibt in der antiken Philosophie. Das ist halt wirklich das, was am effektivsten ist. Die Leute, die guten Entwickler, müssen gehen. Die müssen gehen und zu guten Studios. FromSoft zum Beispiel. Gehen. Nur so können wir irgendwas noch ändern. Und im Endeffekt kommen dann bessere Spiele bei den Firmen, wo sie hingehen. Aber dann bringen die Studios, wo sie gegangen sind, bringen halt noch mehr Shit. Aber irgendwann weiß man das und dann kauft man es nicht mehr. Wie ein berühmtes Paradoxon. Das Schiff von Theseus berührt die Frage. Falls ihr euch mal gefragt habt, Chat, warum Call of Duty seit so vielen Jahren keine guten Maps mehr hinbekommt. Digga, die Leute, die die geilen Call-of-Duty-Maps damals uns gezaubert haben, die sind schon seit einem halben Jahrzehnt nicht mehr in der Firma oder länger. X-Divined hat wieder sehr geile Karten. Warum? Weil da die ehemaligen Call-of-Duty-Macher im Boot sind. Ob ein Gegenstand seine Identität verliert, wenn viele oder gar alle seine Einzelteile nacheinander ausgetauscht wurden. Nun, Overwatch-Director Jeff Kaplan verlässt Blizzard. I'm gonna translocate the fuck out of this company. J. Allen Brack verlässt Blizzard. AKA, you're fired! Der Diablo 4 Director verlässt Blizzard. Fast alle großen Namen und Lead-Entwickler, die schon seit Jahren das Herz der Firma repräsentieren, verließen Blizzard. Ja, ist ja klar, wenn du einfach in einer Firma bist, wo so viel schief läuft und auch ehemalige Kollegen, die du liebst, alle gegangen sind, was hält dich dann noch, wenn nicht mal die Bezahlung gut ist? Und die Leute tun mir am meisten leid, die da so viel Herzblut und Zeit investieren und dann werden ihre Spiele im Internet so geshittalkt und reviewbombt, die sind ja tief drin in der Szene und denen blutet das Herz. Und das tut mir auch für die am meisten leid, aber die können was machen, indem sie gehen, Digga. Und zu einem Studio gehen, die noch nicht ihre Seele verkauft haben. Ne? Zwei der College-Typen, die die Firma gegründet haben und jahrelang mit aufbauten, sind nicht mehr Teil der Firma und entschieden sich dazu, ein kleines Studio woanders zu gründen, mit einigen bekannten Ex-Blizzard-Mitarbeitern, um Spiele nach ihrem Willen zu entwickeln. Im Oktober 23 hat Microsoft Blizzard nach jahrelangen Verhandlungen für unfassbar viel Geld übernommen. The Microsoft Blizzard Saga has come to a close. So, this is home now. Family. Und ja, ich hoffe, dass jetzt unter Microsofts Fittiche sich was ändert, aber die guten Leute sind ja trotzdem weg. Und ich glaube, die kommen auch nicht wieder. Und die sollten auch nicht wiederkommen.
Und vielleicht macht Microsoft was, aber viel Hoffnung habe ich nicht. Auch nicht in Richtung Call of Duty. Aber Bobby Kotick fliegt raus, wenigstens etwas. Leider kriegt er 400 Millionen. Bobby Kotick verlässt mit dem Anfang des nächsten Jahres deutlich reicher endlich die Firma. Nachdem er jahrzehntelang einer der leidenschaftlichsten Videospielentwickler komplett im Alleingang in den Ruin gestürzt hat. Glaubt ihr eigentlich, Chat, dass Microsoft Activision Blizzard gekauft hat? Hatte auch was mit diesem unfassbar riesigen Sexismus-Skandal zu tun? Für mich kommt dieses Übernahmeangebot irgendwie im richtigen Moment. Also ich glaube, die haben das gekauft, weil da, also denen ihr Image war extrem im Arsch und der Marktwert ist dadurch einfach extrem gefallen. Davor hätte es wahrscheinlich 100 Millionen oder noch viel, viel mehr gekostet. Wisst ihr, wie ich meine? Da dachte sich Microsoft, ah, dicker Shitstorm, kaufen wir. Jetzt kostet's nur noch Klimpergeld. Der Ruf der Firma ist ruiniert. Nee, es war einfach attraktiv. Wisst ihr, wie ich meine, Chat? Das Studio, Microsoft will einfach ihr Portfolio an Spieleentwicklern aufstocken, hat wahrscheinlich schon immer auf Activision Blizzard ein Auge geworfen. Und dann war der Augenblick einfach günstig, für einen schmalen Taler zuzuschlagen. Spielerzahlen sind rapide am Sinken, während Konkurrenzspiele das erste Mal in der Geschichte die großen Blizzard-Titel überholen. Me and the boys in World of Warcraft. Me and the boys in Final Fantasy. Die YouTuber, die Blizzard-Spiele als Content hatten, hörten auf oder suchten sich andere Spiele für ihren Content. Die Overwatch League wurde wegen mangelnder Interesse gecancelt. To share this experience with all of you, thank you so much! Kommentarsektionen unter Blizzard-Videos sind unglaublich toxisch geworden. Can't wait for the new microtransaction announcement. Thanks, Blizzard. Blizzard versucht jetzt noch mit steigender Monetarisierung die Spieler so gut zu melken, wie es nur geht, um noch den maximalen Profit rauszuschlagen. Blizzard doing something greedy? Yeah, it's just another Tuesday. Doch das Einzige, was Blizzard jetzt noch gut verkaufen kann, ist Nostalgie an eine schönere Zeit. Und ehrlich gesagt, ist das ein Muster, welches sich heutzutage durch die verschiedensten Spiele und Videospielentwickler zieht. I read on the internet that our games have had a few bugs. Und was durch den Microsoft-Deal die nächsten Jahre mit der Firma passieren wird, steht wohl in den Sternen. Doch eine Sache ist klar. Activision Blizzard, wie wir es jahrelang geliebt zu lernen haben, wird es in dieser Form niemals wieder geben. Let Blizzard go. That's my main message, is let Blizzard go. We just wanted to make great games. It was really as simple as that. Our goal to be a company that does the most incredible gaming experiences, that develops those and creates those. Everyone here truly loves these products. That's a big deal. And make sure that we stay Blizzard. As long as we remember where our foundation is and what made us successful, then, you know, definitely the future of Blizzard can be very bright. Digga, so ich krieg grad Gänsehaut aus dem Chat. Nein, es darf nicht vorbei sein! Jules, warum ist das Video nicht 10 Stunden lang? Und dass das Video so lange gedauert hat, die nächsten Videos kommen wieder regelmäßiger. Und ladet euch Warzone runter. Es ist kostenlos. Dankeschön. Ich muss nochmal die letzten 10 Sekunden, 20 Sekunden brauche ich nochmal, Chat. Digga, so Gänsehaut kann wird kommen. Es in dieser Form niemals wieder geben. Let Blizzard go. That's my main message, is let Blizzard go. We just wanted to make great games. It was really as simple as that. Our goal to be a company that does the most incredible gaming experiences, that develops those and creates those. Everyone here truly loves these products. That's a big deal. And make sure that we stay Blizzard. As long as we remember where our foundation is and what made us successful, then, you know, definitely the future of Blizzard can be very bright. Sehr geiles Ende. Wirklich wahr. Holt mich mega ab. Ah ja, und Verzeihung, dass das Video so lange gedauert hat. Die nächsten Videos kommen wieder regelmäßiger. Und ladet euch Warzone runter. Es ist kostenlos. Dankeschön. Ein unfassbar gutes Video. Hat sich auch überhaupt nicht angefühlt wie eine Stunde 20, eher wie 20 Minuten. Dicke Props und Liebe mal wieder an Ehrenbruder Jules Chat. Geht auf das Video,
lasst es nochmal durchlaufen, falls ihr es noch nicht selber geschaut habt, mit Ton an. Und der Trick ist immer, schaut Videos nicht gemutet auf YouTube, weil das checkt der Algorithmus. Lasst das Video durchlaufen und mutet dann euren Browser. Ne? Hier, diesen hier, bupp, und mutet dann euren Browser. Das checkt der Algorithmus nicht. Like den Aal und geht auf sein Placement-Spiel. Wir brauchen Jules sein Hack. Oder oben im Tab muten, genau. Aber mutet nicht über YouTube, das checkt der Algorithmus. Und ich denke, er hätte das Video auch noch ein paar Stunden länger machen können. Und ich glaube, so ein Video könnte er eins zu eins auch über alleine Call of Duty machen. Und über EA wahrscheinlich auch noch, ne? Ja, Chat. Am Ende haben wir es in der Hand. Wir können zu den Spieldesignern sprechen, durch den Geldbeutel. Das Problem ist, wir als Community im Internet sind irgendwie nur ein kleiner Teil. Und es gibt leider da draußen zu viele. Und auch wir sind teilweise mit dran schuld, die zu viel verzeihen. Ja, wie viel Jahre habe ich COD trotzdem immer gekauft? Einer der Gründe, warum ich auch losgelassen habe bei Call of Duty, ist ja auch, weil, ja, Story-Games mir aktuell mehr liegen so. Aber es ist auch, Chat, es ist ein riesiger Rattenschwanz, auch weil diese ganze Online-Multiplayer-Landschaft, ne, falls ihr euch da noch nie drüber Gedanken gemacht habt, die Multiplayer-Landschaft ist durchzogen von toxischen Spielern und ihr wisst gar nicht, wie riesig mittlerweile die Exploit- und Hacker-Community ist. So viele Leute spielen nicht mehr Legit Chat. Und damit meine ich nicht einen Controller mit 4 Pedals oder so. Damit meine ich irgendwelche Sticks, die deinen Recoil wegmachen, die deinen Aim Assist verstärken. Oder wirklich richtig Hardcore-Hacks. Call of Duty ist verseucht davon seit Jahren. Und früher waren es nur die alten Spiele, wo keine aktuellen Patches mehr kamen. Und jetzt ist alles voll. Jedes Multiplayer-Game, gerade in den höheren Skill-Etappen, weil Hacker sind ja logischerweise immer ganz oben mit dabei, weil sie ja extrem gut sind. Weil sie hacken, ja. Und es ist, ich möchte da kein Teil mehr von sein, Chat. Ich will da kein Teil mehr davon sein. Ich spiele meine geilen Story-Games mit dem Ehrenbruder Twitch-Chat. Und ja, wir kriegen auch ab und zu einen Schwanz auf den Kopf, wie beim neuen Star Wars Jedi Survivor. Aber ich habe meinen Seelenfrieden. Ich werde nicht von irgendwelchen Livestreamern, bei mir ist ja auch noch ein Livestream-Nachjoiner und so, ne? Von irgendwelchen toxischen deutschen Hurensöhnen werde ich nicht mehr in den Lobbys abgefuckt. Ich werde nicht gestreamsniped. Ich werde nicht weggehackt. Ich werd nicht abgefuckt. Ich werd von Malenia Blade of Mikola. Stundenlang verprügelt sie mir den Arsch und ich schwöre euch, ich mag es. Das ist mein Weg, den ich gefunden habe für die Spielelandschaft. So kann ich weiterhin Gaming genießen. Und es gibt gefühlt, ne, auch deutlich mehr krasse Story-Games in den letzten Jahren als Multiplayer-Games. Und ich weiß, viele von euch Zuschauer sind noch so auf diesem Multiplayer-Trip. Ich war es auch ganz lange. Zumindest im Stream. Story Games habe ich schon immer gefeiert. Ich kann euch nur empfehlen, probiert es mal aus. Kauft euch ein paar Story Games Banger. Gebt dem Genre eine Chance. Gerade dem Souls-Genre. Ihr werdet es nicht bereuen. Ist nicht für jedermann was. Dann könnt ihr nicht mit euren Homies so zusammenspielen und so. Aber ihr kriegt deutlich geilere Spiele. Ihr werdet nicht weggehackt, nicht abgefuckt. Euch wird auch das Geld nicht aus der Tasche gezogen für irgendwelche Schmutzskins, die ihr nach ein paar Jahren sowieso nicht braucht, mehr braucht, sondern ihr bezahlt Vollpreis für ein Banger-Spiel. Was weiß ich, Witcher 3 Complete Edition mit allen DLCs kostet 10 Euro. Es gibt kein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, ich kann es euch nur empfehlen, Chat. Am Ende seid ihr eure eigene Glückesschmied. So.